Viel Erfolg. Na, Gottes Willen. Wollen Sie meins haben? Das ging eben noch. So, vielleicht jetzt, hört man mich? So, ich bin jetzt ein bisschen eingeschüchtert. Ich freue mich natürlich trotzdem, Sie alle heute begrüßen zu dürfen. Ich bin wirklich ziemlich aufgeregt. Das ist nämlich, wir haben heute einen sehr besonderen Gast hier bei uns an der TU Ilmenau. Er ist Professor für Physik, er ist Naturphilosoph und einer der bedeutendsten Wissenschaftsjournalisten der heutigen Zeit. Heute wird er uns den Vortrag Das Kapitalozän, Erdzeitalter des Geldes halten. Und ich denke, ich spreche im Sinne aller, wenn ich sage, ich freue mich sehr, Ihren Vortrag zu hören, Herr Lesch. Vielen Dank. Wunderbar. Danke. Frau Bauer, vielen Dank. Es ist alles gut gegangen. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Vortrag anfange. Ich habe eben schon vor der Tür gesagt, ich weiß es noch nicht so genau. Ich gehe jetzt gleich hier weg und ich habe Ihnen was mitgebracht. Als kleinen Aufhänger für diesen Vortrag über ein Phänomen, das wir alle kennen, das Ihnen vielleicht noch nicht so genannt worden ist, noch nicht so diskutiert worden ist. Erstmal freue ich mich sehr, dass wir so viele sind heute. Das ist ja schon fast eine konspirative Sitzung. Menschen, die sich zusammenfinden, um einem Wissenschaftler zuzuhören, ist heute nicht mehr unbedingt der Normalfall. Also Wissenschaft hat doch stark nachgelassen. Kann ich noch irgendwie gedimmt werden, weil ich das Gefühl habe, es klingt so nach. Also ansonsten mache ich selber. Immer mehr Sprecher müssen ja inzwischen alles selber machen. Jetzt geht's. Jetzt? Super. Freunde, danke. Prima, gut. Stark. Man muss nur drohen. Ich mache es selber schon. Herrlich. Also, ich wohne in der Hauptstadt des Freistaates Bayern. Und in Bayern gibt es eine Zeitung, die erscheint im Süddeutschen, muss also gar nicht weiter genannt werden. Und da gibt es von Zeit zu Zeit Beilagen. Und die Beilage, die finde ich so irre hier, die weiß ich gar nicht so genau. Ich muss sie Ihnen zeigen. Das ist praktisch die bayerische Antwort auf den Klimawandel. Also, wissen Sie, normale Beilagen sind klein. DIN A4. So halt. Nimmt man und schmeißt sie weg, schön. Aber die Beilage hier, die ist dann schon größer. Also, kann mal jemand, kriege ich so gar nicht hin. So, das ist also von einer Firma, deren Name nicht genannt werden muss. So, und das, also, ich meine, das kennt man ja, die bauen schon länger Autos, aber nicht mit diesem Slogan, Achtung. Drehen wir uns mal um. Gebaut, um den Arten zu rauben. Ja, hier. Ja. Ich dachte am Anfang, jetzt sagen Sie uns endlich die Wahrheit. Das meinen Sie aber gar nicht. Dankeschön, vielen Dank. Das war sozusagen der Anfangsgag. Die meinen das ernst. Ja, die wollen, dass wir das kaufen, das Auto, oder ist ja jetzt eine ziemlich große Kiste. Und ich habe mir gedacht, ich fange doch mal damit an, weil wir sind ja hier in einer Einrichtung, wo sehr viele Menschen ausgebildet werden in Ingenieurwissenschaften. Und eine These, die durch den Vortrag durchläuft, ist, wie gehen wir eigentlich mit euch um, wenn ich euch mal so ansprechen darf, all diejenigen, die hier an dieser Universität, an vielen Universitäten in Deutschland unterrichten, was machen wir da eigentlich? Wir bilden euch aus, zunächst einmal in Grundlagenvorlesungen, wo es darum geht, dass ihr lernt, wie die Natur funktioniert, also in naturwissenschaftlichen Grundlagen, um sie dann zu nutzen in technologischer Ausführung. Also festzustellen, was geht, um sie dann zu nutzen. Aber im Grunde genommen hängt natürlich hinter dieser ganzen Technologie immer so, nicht unbedingt von vornherein, aber irgendwann ganz sicher die Frage nach der Rendite, nämlich wo wird das eingesetzt? Es sollen ja Produkte erzeugt werden, es sollen Manipulationen vorgenommen werden in Materie, zum Beispiel in Form von Stoffen, die künstlich
erzeugt werden, damit sie bestimmte Eigenschaften haben, die wir brauchen, um technologische Vorgänge präzise ablaufen zu lassen. Und das Interessante, und will ich gleich mal mit ein bisschen Philosophie einsteigen, ist ja, dass die Vorstellung, wir könnten die Natur so genau entweder manipulieren oder kontrollieren oder sogar berechnen, die kommen Sie ruhig rein. Ah nee, doch nicht. Die stammt ja daher, dass wir angefangen haben, vor 400 Jahren Dinge zu berechnen, die am Himmel passieren. Himmelsmechanik. Also die Leute wie Kepler, Galilei und viele andere, die eben die Bewegungen am Himmel mathematisiert haben und denen es dann gelungen ist, auf ihrem Schreibtisch zum Beispiel die Bewegungen von Planeten so genau vorauszuberechnen, dass natürlich der Eindruck entstehen musste, wenn wir den Himmel berechnen können, dann können wir alles berechnen. Also mit der Mathematik ist uns ein Instrument in die Hand gelegt, wo wir der Natur mathematische Fragen stellen können, mit Hilfe von Messungen und mathematischen Hypothesen. Und das Tolle ist, die Mathematik liefert, oder die Natur gibt uns mathematische Antworten. Großartig. Und da die Präzision dieser ersten Vorhersagen aus der Himmelsmechanik alle unglaublich gut waren, also sehr präzise waren, entstand allmählich der Eindruck, wir Menschen könnten die Natur mathematisch kontrollieren. Wir könnten mit unserer empirischen Wissenschaft, also mit der Wissenschaft, die wie zum Beispiel Physik oder Chemie, Biologie, später dann den ganzen technologischen Fächern, könnten wir mit Natur das machen, was wir wollten. Weil wir die Erfahrung gemacht haben, nämlich über eine Strukturwissenschaft, Mathematik ist ja keine Naturwissenschaft, sondern eine Strukturwissenschaft, die sich mit Strukturen beschäftigt, die gar nicht existieren müssen. Also gibt's das N-Dimensionale, wir wissen aber, unsere Welt hat makroskopisch sicherlich nur drei Raumdimensionen und eine Zeitdimension. Aber in der Mathematik beschäftigt man sich grundsätzlich mit Strukturen, in der Physik beschäftigt man sich mit Strukturen, die existieren müssen, die also natürlich sind. Deswegen benutzt die Physik auch nur einen winzigen Teil von Mathematik. Deswegen ist die Mathematik eben auch so unglaublich gut anwendbar, weil sie zunächst einmal ohne Grund geschaffen worden ist. Sie ist nutzlos. Aber unglaublich toll, deswegen, genau deswegen. Hätte man sie von vornherein so gebaut, dass sie nur bestimmten Zwecken zu dienen hat, wäre sie viel schlechter. Aber so haben wir es mit Mathematik, mit etwas zu tun, was unglaublich breit ist. Und die Differentialgleichungen liefern uns sozusagen die Wirbelsäule der Naturwissenschaften und damit auch der Technologie. Wir rechnen nämlich aus, wie sich bestimmte Größen unter dem Einfluss von irgendwas zeitlich und räumlich weiterentwickeln. Das können zunächst mal gewöhnliche Differentialgleichungen sein. Keine Bange, ich höre gleich wieder auf mit Mathematik. Ich merke schon, wissen Sie, wenn man hier vorne steht, spürt man das. Höhe, Länge, Breite mal Publikum gibt Atmosphäre. Und wenn also jemand zu lange über Mathematik spricht, dann gibt es ein physikalisches Phänomen, was es eigentlich gar nicht geben dürfte. Die Betriebstemperatur sinkt unter den absoluten Nullpunkt. Aber ich wollte Ihnen das am Anfang einfach mal klar machen, dass wir natürlich in der Ideologie, mit der wir an Universitäten Ingenieurwissenschaften unterrichten zum Beispiel, da steckt natürlich dahinter, dass sich Dinge exakt wiederholen können. Exakt. Also nicht nur so ein bisschen, so rhythmisch, sondern wir wollen Takt. Wenn Sie mit Ihrem Automobil fahren und es hat 3000 Umdrehungen pro Minute, dann bedeutet es, dass sich in 10 Minuten etwas 30.000 Mal exakt wiederholt hat. Nicht nur irgendwie so, also von wegen passt, wackelt und hat Luft. Nix. Die heutigen Maschinerien, die wir verwenden, bis hin zu den digitalen Diktatoren, die alle aus dem aufrechtgehenden Menschen einen leicht geneigtgehenden Menschen gemacht haben, sind in einer Art und Weise getaktet und hochkomplex und hochkompliziert. Über die Auswirkungen in unserem Alltag will ich dabei gar nicht reden, aber wir gehen einfach davon aus, dass die Dinge sich von uns manipuliert exakt wiederholen lassen. Was in der Natur so normalerweise gar nicht vorgeht. Natürlich haben wir Menschen vor vielen Jahrtausenden schon festgestellt, es gibt periodisch wiederholende Vorgänge, am Himmel zum Beispiel. Und daraus haben wir ein unglaubliches Vertrauen genommen. Nämlich Vertrauen, dass die Dinge sich tatsächlich so wiederholen, wie wir sie gut gebrauchen können. Also wir gehen alle davon aus, dass die Sonne im Osten morgen wieder aufgeht und im Westen unter. Auch diejenigen übrigens, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Muss ich mal sagen, weil ich bin ja als Erdkugelfaschist verschrien. Ja, habe ich auch gedacht. Aber es gibt sie tatsächlich. Also ich finde das ja übrigens ein tolles Bild. Sonne ist eine Kugel, Merkur ist eine Kugel, Venus ist eine Kugel, Erde ist eine Scheibe, Mars ist eine Kugel. Irre, irre, irre. Aber so sind sie nun mal. Und das bedeutet, wenn wir jetzt über etwas sprechen, was weit oberhalb dieser naturwissenschaftlichen Ebene steht, dann schwingt doch ständig eben diese Art der Naturauseinandersetzung, die wir uns angewöhnt haben, mit. Nämlich,
dass wir der Meinung sind, wir können Natur mit der Natur so umgehen, wie wir wollen. Wir glauben nicht, und damit die nächste These sozusagen, nachdem sozusagen die Universitäten, die Hochschulen zu einem Zuliefererbetrieb für die Industrie gemacht worden sind, nicht zuletzt dank der Bologna-Reform, diesem komischen Verdauungsproblem der Bildungs. Sie wissen ja meine These, wie Bologna entstanden ist. Bologna hat ja den Spitznamen La Grassa, die Fette. Naja, man kann sich vorstellen, die saßen da in Bologna, haben ordentlich getagt, dann haben sie gegessen, dann haben sie noch einen Grappa und noch einen Espresso, wie das so ist. Und dann haben sie aber alle festgestellt, wir haben den Nachmittag noch frei, unsere Flugzeuge gehen erst im späten Nachmittag. Was machen wir heute? Ja, wir homogenisieren den europäischen Bildungsraum. Und so ist der Bologna-Prozess eben das Resultat schlechter Verdauung von einer Gruppe von Leuten. Das hätten wir uns ersparen können, dass die systematischen Fächer und die technischen Fächer und die Physik namentlich sind völlig systematisiert gewesen. Das noch zu modularisieren, das kann man nur als irrsinnig bezeichnen. Aber gut, wir machen das mit Ihnen in den Hochschulen und wir lassen Sie frei, um dann in eine Welt hineinzukommen, in der offenbar es vor allen Dingen um eines geht, Kohle. Also nicht Braunkohle oder Steinkohle, sondern Kohle. Kies, Moos, manche nennen es Geld und so weiter. Was ist da passiert? Und das wird Gegenstand des Vortrags sein, denn hinter dieser Renditevorstellung, die wir alle mehr oder weniger verinnerlicht haben, also eine ökonomiebasierte Demokratie, so soll es ja sein, selbst unsere Kanzlerin hat das ja mal so gesagt, wir brauchen eine wirtschaftsadäquate Demokratie, was ich für ziemlich verheerend halte, wenn wir das wirklich so komplett durchziehen würden, aber vielleicht hat sie es ganz anders gemeint. Auf jeden Fall, diese Art von Vorstellung basiert auf einem Naturbegriff, der einigermaßen irre ist, nämlich, das merken wir schon im Deutschen, bei der Verwendung des Begriffes Umwelt. Würden Sie diejenigen, mit denen Sie zusammenleben, Umbewohner nennen? Nee, würden Sie nicht, sind Ihre Mitbewohner. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten ein Mitweltministerium. Wir hätten also schon seit 30 oder 40 Jahren in Deutschland natürlich registriert, dass die Umwelt, also das, was um uns herum ist, durch unsere Veränderung sich ebenfalls verändert, was natürlich Konsequenzen haben wird. Die Natur ist eine Mitwelt. Sie ist die Bedingung der Möglichkeit, überhaupt Mensch zu sein. Und wir haben das irgendwie vergessen. Wir sehen heute im Wesentlichen nach der Bedingung der Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Einige auf jeden Fall sehen das ganz gewaltig. Und dabei haben wir das getan, was Sie jetzt die ganze Zeit hinter mir in der Folie schon gesehen haben. Es ist nämlich zu einer unglaublichen Veränderung gekommen von vielen Dingen, die heutzutage uns mehr und mehr Probleme machen. Das nennt man dann das Anthropozän. Die Erde in der Menschenzeit. Und alle Kurven, die Sie hier sehen, also ihr könnt den Vortrag natürlich dann haben und dann gibt es irgendwie als PDF-Datei, könnt ihr den dann hier, um das nochmal nachzuarbeiten. Und diejenigen, die hier ECTS-Punkte von dieser Veranstaltung haben wollen, die müssen dann am Ende des Tages heute natürlich noch eine Klausur schreiben, ist klar. Also schreiben Sie mit alle Zahlen und so weiter, weil wir schließen nachher die Türen. Also dann gibt's hier, jeder Zweite muss dann irgendwo sich woanders hinsetzen, damit also genügend Platz ist und so weiter. Also, das alles, was Sie hier sehen, sind im Grunde genommen nichts anderes als Kurven, in denen für die letzten 200-300 Jahre mitgeteilt wird, wie sich die Produktion verändert hat. Also das geht da hier los, also seit wann haben wir denn nennenswerte Kommunikation per Telefon, seit wann haben wir nennenswerte Mengen von PKWs auf der Welt und so weiter. Und so wie die Darstellung da ist, ist es offenbar so gewesen, dass viele der Phänomene, die wir heute im 21. Jahrhundert kennen, vor einiger Zeit noch gar nicht da gewesen sind und sich dann aber exponentiell verstärkt haben. Und das nennt man das Anthropozän. Und die Frage ist eben, ist das wirklich alles oder sollte man nicht lieber über das Kapitalozän sprechen? Denn das ist das Erdzeitalter des Geldes. Das ist die Art und Weise, wie wir etwas bewerten. Wir bewerten alles grundsätzlich inzwischen ökonomisch. Das heißt, wir haben zum Beispiel in unserem Land Gebiete ökonomisiert, die wir niemals hätten ökonomisieren dürfen. Unter anderem übrigens auch die Universitäten. Also die Begriffe Wettbewerb sind bei der Suche nach Wahrheit, zum Beispiel ist es schwer zu verstehen. Also bei der Suche nach Wahrheit, es ist ja keine Bundesliga-Saison, wo am Ende des Jahres irgendwie sagt, hier, ich bin der Wahrheit am nahesten gekommen oder so. Sondern im Gegenteil, der ganze Forschungsprozess an Universitäten ist ja ein immerwährender, ein andauernder und gute Forschung zeichnet sich dadurch aus, dass eine gelöste Frage im Zweifel zwei neue Fragen aufmacht. Das heißt, es ist ein Prozess, der eigentlich nie zu Ende ist.
Aber in der angewandten Forschung geht es natürlich dann darum, irgendwann ein Produkt, wenigstens etwas Produktfähiges zu produzieren. Und was dann dieses Produkt mit der Welt macht, das ist eben eine Sache, mit der wir uns ziemlich auseinanderzusetzen haben. Denn jedes Produkt verlangt nach zwei E's. Nee, eigentlich nur erstmal nach einem. Nach Energie. Und dann verlangt es noch nach Ressourcen. Das heißt, wir verbrauchen Energie und wir verbrauchen Ressourcen, um Produkte in diese Welt zu bringen, die ohne uns gar nicht da wären. Zugleich, und das möchte ich an dieser Stelle auch mal verwenden, sozusagen nochmal ein bisschen Philosophie und dann gehen wir in die ökologischen Fragestellungen rein, ist Folgendes: Wir vergegenwärtigen alle Zeiträume. Also, wir holen zum Beispiel bei den fossilen Brennstoffen, holen wir uralten Kohlenstoff, der teilweise bis zu 300 Millionen Jahre im Boden gelegen haben muss, sonst wäre das Zeug gar nicht so dicht, holen wir an die Oberfläche und machen daraus Mobilität, Wärme und alles Mögliche. Das heißt, wir machen ein Jurassic Park-Experiment mit Molekülen, die ohne unser Zutun niemals an die Öffentlichkeit gekommen wären. Nie. Also zumindest nicht an die unsere. Das heißt, wir holen die Vergangenheit, sehr große Vergangenheiten in unsere Gegenwart. Zugleich, und da kommt der ökonomische Aspekt rein, wollen die Investoren den Return of Invest so nah wie möglich an der Gegenwart haben. Das heißt, die Zukunft wird vergegenwärtigt und die Vergangenheit wird vergegenwärtigt. Alles wird beschleunigt, unter anderem eben durch die digitalen Diktatoren. Weil die arbeiten, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, mit der größten Wirkungstransportgeschwindigkeit, die wir im Universum kennen, mit Lichtgeschwindigkeit. Sogar die Börsen arbeiten damit. Also der Computer, der sogenannte Flash-Trading, arbeitet damit und gibt ja die berühmte Geschichte dieses Kabels zwischen der Börse in London und der Börse in New York, die also dann exakt entlang, Achtung Mathematik, Entschuldigung, entlang einer Geodäten gelegt wurde, also der kürzesten Verbindung zweier Punkte, zum Beispiel auf einer Kugel, ist ja so eine schöne krumme Linie. Und dieses neue Kabel hat die Handelszeit dieser beiden Börsen um 6 Millisekunden verringert. Boah. 6 Millisekunden, leckt mich am Arm. Wenn du einmal mit den Augen zwinkerst, sind 300 Millisekunden vergangen. 6 Millisekunden, ja. Also von 65 auf 59 runtergeprügelt. Also für diejenigen, die jetzt, okay, stark. Und was heißt das? Ja, hat 300 Millionen Dollar gekostet, ist aber kein Problem. Jeder ordentliche Hedgefonds macht bei einer Millisekunde schnellerem Handel 100 Millionen Dollar Gewinn mehr im Jahr. Also es hat sich relativ schnell rentiert. War kein Problem, das hinzubauen. Nun, damit werden große Volumina des Weltgeldvermögens hin und her geschoben, wobei ich an dieser Stelle auf meinen Freund Rainer Voss verweisen darf, einem ehemaligen Investmentbanker, der in einem YouTube-Video mit mir zusammen mal gesagt hat, meine Damen und Herren, Sie müssen jetzt sehr stark sein, aber das Geld auf Ihrem Girokonto existiert gar nicht. Sag ich, Rainer, um Gottes Willen, ist doch wahr, sagt er. Ja, das einzige rechtmäßige Zahlungsmittel in der Eurozone ist der Euro. Und alles andere ist eine Vertrauensangelegenheit. Das heißt, Sie sehen, dass wir mit enorm viel Virtuellem in diese Diskussion über Geld und was wir damit tun, eigentlich einsteigen. Virtuell heißt einfach, dass wir Begriffe definieren und wir sagen dann, das ist so. Ja, ich kaufe was bei Ihnen und dann heißt es, ich kann es Ihnen überweisen. Schön. Und dann kriegen Sie eine Überweisung, ja, von meinem Konto auf Ihr Konto. So, wenn Sie das nicht sofort runterholen, das Geld, dann ist es immer die ganze Zeit so im Halb, ja, Mensch, hoffentlich stimmt es auch wirklich. Nicht, dass es wieder zurückgeholt wird. Vielleicht ist es so ein Betrüger, dieser Typ. Ja? Schließlich bayerischer Beamter, wer weiß. Ja? Ja. So. Also wir haben eine unglaubliche Menge an virtuellen Vorstellungen und Begrifflichkeiten. Und dann kommt aber die Natur. Und die Natur ist nicht virtuell. Sie ist real sogar. Und das ist natürlich für diejenigen, die hier im Saal, ich weiß ja nicht, ist ja jemand radikaler Konstruktivist, also der Meinung ist, es gibt keine vom Bewusstsein unabhängige Umwelt, kann ja sein. Mit solchen Leuten gehe ich immer gerne nach St. Peter-Ording an die Nordsee. Wir gehen dann bei Ebbe los und ich drehe mich nach einer Weile um, dann sollen die mit ihrer selbst konstruierten Flut zurechtkommen. Ja? Sollen sie gucken. Ja. Also radikaler Konstruktivismus ist so eine Haltung, die es durchaus immer noch verbreitet gibt. Die halten auch Physik für ein Sprachspiel, eines unter vielen. Was natürlich völliger Blödsinn ist angesichts der Möglichkeiten, der Optionen, die wir schon gesehen haben, die aus dieser Wissenschaft sich zum Beispiel ableiten. Gucken wir uns doch mal an, was machen wir mit der Welt? Also, hier haben wir es mal ein bisschen deutlicher, die große Beschleunigung, also hier zum Beispiel Kohlendioxid steigt, Stickoxide steigt, Methan steigt, kommen wir gleich noch drauf, was das alles bedeutet, die Ozeane versauern,
Hier haben wir zum Beispiel die wunderbar, also nur dass Sie mal sehen, wo wir hier sind. Im Jahr 1750 gab es noch keine Shrimp-Aquakulturen. Nur, so müssen Sie das lesen, ja? Also, ja, und dann irgendwann fing das an, wie der Teufel, hier, der Stickstoff an den Küstenlinien, Tropical Forest Loss, auch sehr schön. Müssen Sie sich mal für einen winzigen Moment überlegen, in welchem Kreis von Argumenten wir uns, oder ich mich jetzt, und Sie hören Sie ja zu, das finde ich ja, bewege. Vor einigen Wochen bin ich fast auf allen Vieren morgens aus dem Bett raus, weil ich wirklich zutiefst deprimiert war, muss ich sagen. Weil nämlich in Brasilien mit 56% jemand gewählt worden ist, der demnächst mit einem Kettensägenmassaker den Amazonas-Regenwald niederbügeln wird. Eine Erscheinung, die wir nicht bremsen können, weil die Brasilianerinnen und Brasilianer haben sich mit großer Mehrheit für diesen Mann entschieden. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Leute sich offenbar unter anderem angeregt durchs Internet und viele soziale und asoziale Netzwerke in ihrem Land einen Präsidenten wählen, der also wirklich bar offenbar jeden Respektes für Demokratie, für Menschenrechte und so weiter ist und schon gar nicht für Naturrechte. Wissen Sie, wenn Sie auf dem Gebiet der Klimakommunikation tätig sind, so wie ich, dann sind solche Nachrichten so Momente, wo du denkst, ach komm, bleibst im Bett liegen. Dann rappelt man sich doch wieder auf, denkt an Sisyphos. Sie wissen ja, Sisyphos, man muss ihn sich als einen glücklichen Menschen vorstellen, wie Albert Camus mal geschrieben hat. Und dieser Tropical Forest Loss, das ist natürlich ein riesiges Problem, weil wenn die Regenwälder verschwinden, dann wird aus Kohlendioxid senken, werden Kohlendioxid quellen. Und das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Wir werden noch sehen, was das zu bedeuten hat. Also hier sehen wir sozusagen das, was wir in der Natur beobachten können. Und hier gucken wir uns mal ein paar Dinge an, was in der Welt der Sozioökonomie stattgefunden hat, wie die Telekommunikation nach oben geschossen ist. Hier 1750 gab es noch kein Telefon. An der Stelle vielleicht einen kleinen Tipp, muss ich jetzt sagen, weil ich lese das Buch gerade und die ersten 200 Seiten dieses Buches sind so spannend. Es ist ein Hammer, das ist ein Buch von Andreas Eschbach und heißt Nationales Sicherheitsamt, NSA, und handelt von einer Wahnsinnsgeschichte, nämlich von der Vorstellung, Internet, Computer, soziale Netzwerke etc. etc. hätte es alles schon mal gegeben. Seit 1900. Hochinteressant, kann ich Ihnen nur sehr, sehr empfehlen. Man fühlt sich richtig ertappt dabei. Hier schauen wir an, wie die Wasserbenutzung, wie die Papierproduktion zum Beispiel, der internationale Tourismus ansteigt. Alles das sind die Trends, die zu diesem Anthropozän gehören. Und Sie sehen natürlich hier, worum es geht. Ja? Warum? Was ist das für eine Riesenindustrie geworden, der internationale Tourismus? Hier ist das Weltbruttosozialprodukt steigt und steigt. Natürlich steigt auch die Population an. Aber hier, dass natürlich wir ständig weiter Wasser verbrauchen, aber da werden wir gleich noch zu kommen. Und das lässt sich dann in so einem Bild auch tatsächlich darstellen, wo wir und wie stark wir hier angefangen haben, nach der industriellen Revolution alles mehr und mehr zu beschleunigen. Das hat natürlich was damit zu tun, dass wir mehr Marktteilnehmer haben. Aber vor allen Dingen hat es etwas damit zu tun, dass wir unglaublich viel darüber verstanden haben, wie Materie aufgebaut ist und wie wir sie manipulieren können, diese Materie. Wenn wir diese Kenntnisse nicht hätten, dann wären viele Vorgänge innerhalb der Technologie überhaupt nicht möglich. Das heißt, wir haben ganz tief in die Erkenntnispulle hineingeguckt und sehen jetzt, was wir damit alles anrichten. Also Sie wissen ja, das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint. Wir haben es gut gemeint. Wir wollten wissen, was da ist. Und jetzt machen wir. Jetzt machen Leute mit Phänomenen, die sie überhaupt nicht durchdrungen haben, immer mehr und mehr technologische Anwendungen. Bis hin zu den letzten Tagen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Aber der Mann, der jetzt in China genetisch verändert hat, der ist der Anteilseigner an zwei großen Biotech-Firmen. Da können Sie das kaufen, was Sie brauchen. Also da geht's schon los. Da werden Regeln gebrochen, die seit 1975 von sämtlichen Genforscherinnen und Genforschern eingehalten worden sind. Und jetzt ist der Damm gebrochen. Wir haben noch keine Ahnung, ob wir das Loch wieder schließen können oder ob demnächst eben alles Mögliche gemacht wird. Und CRISPR-Cas9 ist keine einfache Angelegenheit. Man weiß nichts von, Achtung, Langzeitrisiken. Wissen Sie, was ein Langzeitrisiko ist? Das äußert sich erst nach längerer Zeit. Deswegen heißt es Langzeitrisiko. Da muss man verdammt vorsichtig sein, was man da tut. Denn diese Veränderungen, diese genetischen Veränderungen dieser Menschen können sich vererben. Also ich rede hier nicht über Roboter.
Aber wir machen einfach, wir machen aus der Kenntnis der unglaublichen, dem Triumph der Naturwissenschaften, den wir in Technik umgesetzt haben, in einer wahnsinnigen Art und Weise. Auch diese Kameras, die Sie hier alle benutzen, diese Dinger. Alles, das gäbe es alles nicht, wenn wir nicht die Quantenmechanik entwickelt hätten. Dieser Punkt hier, wie ich immer sage, hier, dieses rote Teil, Lichtverstärkung durch stimulierte Emission. Einer meiner Lieblingsgags, wo Sie, bei Lichtverstärkung bedeutet, ein Laser, dass Sie Billiarden von Elektronen im Knopfdruck hier dazu zwingen, im gleichen Moment das Gleiche zu tun. Das ist der perfekte Kommunismus und deswegen ist rot. Sehen Sie es da? Gucken Sie. Ja. Ja. Und das heißt, die industrielle Revolution, das war nur der Beginn. Jetzt sind wir dabei, alles Mögliche wahnsinnig zu beschleunigen und es wird immer schlimmer. Nun, deswegen habe ich hier oben eben das Kapitalozän noch angehängt hinter das Anthropozän. Man weiß gar nicht so genau, wann es angefangen hat. Das ist aber gar nicht so interessant. Gucken wir uns mal ein paar Dinge an, die wirklich heftig sind. Gucken wir uns einfach mal an, wie wir Menschen die Welt verändern. In Myanmar, Nahrungspflanzen auf schwimmenden Feldern, nicht schlecht. Ist ja klar, aber ich meine, der Meeresspiegel, ich weiß nicht, ob Sie es mitgerichtet haben, der Meeresspiegel steigt. Ja doch, das merkt man hier in Ilmenau noch nicht. Wenn man es hier merken würde, dann, das hätten Sie schon gemerkt. Ja, aber das ist auch eine Anpassung an steigenden Meeresspiegel. Das heißt, immer mehr Felder werden durchmischt von Süßwasser und Salzwasser. Es geht darum, das Pflanzen ist eine Anpassungsmaßnahme. Aber hier, in Teichen aus arktischem Schmelzwasser haben Wissenschaftler große Mengen an Mikroplastik gefunden. Brauche ich Ihnen nichts Neues zu erzählen, wissen Sie alles, alles schon mal da gewesen und in letzter Zeit immer mehr und mehr. Durch die Erderwärmung werden die meereisgebundenen Partikel wieder freigegeben. Kleine Randbemerkung, nur für Spaß, es ist irre. Weiß nicht, ob Sie es wissen, die Amerikaner, also die Vereinigten, die wissen, der große Blonde, ich mache immer so, dabei müsste man so machen, so. Wissen Sie das, dass bei, also wenn Sie das Heute-Journal und die Tagesschau im Phoenix angucken, dann ist das in der Gebärdensprache, das ist das Zeichen für ihn. Das. Ja, können Sie nachgucken. Dann merken Sie aber auch, dass man dieses Zeichen definiert hat, bevor er Präsident wurde. Denn ansonsten wäre es natürlich so. Ja, klar. Ne? Ja, los. Also, die Amerikaner also, und zwar zu Zeiten, als er noch irgendwelche Gebäude vermakelt oder sonst was hat, haben auf Grönland Militärstationen gehabt. Und die haben natürlich auch Müll produziert. Und was haben die sich gesagt? Wir sind ja im ewigen Eis. Lass mal liegen, das Zeug. Fässer mit Gift. Oh ja, komm, ist doch ewiges Eis. Bleibt doch immer unter uns. Ja, jetzt ist das ewige Eis sozusagen on the road, ist also unterwegs und lässt immer mehr und mehr Dinge frei. Mein Schwager übrigens, und daran sehen Sie, wie die Assoziationen sind, der ist Bombenentschärfer. Also wirklich, also der entschärft Bomben und in letzter Zeit hatte der unglaublich viel zu tun, nicht wegen ewigem Eis, im Gegenteil, wegen der Dürre in Deutschland. Wegen der Dürre hat der Rhein nämlich so wenig Wasser, dass inzwischen immer mehr Zeug aus dem Rhein auftaucht. So Fassbomben aus dem Zweiten Weltkrieg, die müssen jetzt entschärft werden. Neulich sagt er mir, er hätte also einen Schrittzähler dabei gehabt, der wäre 137 Meter in den Rhein gegangen, ohne einen Tropfen Wasser an der Sohle. So leer ist er. Also die Schiffe brauchen jetzt Räder, damit sie überhaupt noch was. Auch ein Zeichen für dieses Jahr, dass also jetzt das Fahrverbot für Tanklastwagen an Sonntagen im Land Nordrhein-Westfalen ist gekippt worden, weil die kriegen überhaupt keinen Sprit mehr an die Tankstellen, weil es in diesem Jahr so unglaublich. Sie sehen, wie meine Assoziationen sind. Also hier aus dem ewigen Eis an den Rhein und zurück. So muss man mit dem Thema tatsächlich umgehen. Im Nordwesten Argentiniens liegt eine der größten Goldminen der Erde. Es kommt immer wieder zu massiven gerade das Thema Gold ist ja, am Golde drängt doch, zum Golde, es hängt doch alles. Hier zum Beispiel der Braunkohletagebau Hambach. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Er ist der größte Tagebau Deutschlands, also wird ja Braunkohle abgebaut und man könnte jetzt, man muss nicht, aber man könnte sich zum Beispiel folgende Gedanken machen, nämlich ist es moralisch eigentlich tatsächlich noch erlaubt, den Kohlenstoff, der unter dem Hambacher Forst sitzt, abzubauen? Also mal unabhängig von den ganzen ökologischen Fragen zu dem Hambacher Forst selber, das brauchen wir gar nicht so detailliert zu machen, sondern
Der Punkt ist doch viel eher, wenn wir uns als Gesellschaft tatsächlich, und ganz offenbar haben wir das ja, sonst hätten unsere Umweltminister nicht alle Klimaabkommen unterschrieben, die unterschreiben ja jedes Klimaabkommen, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, aber nehmen wir also mal an, die hätten es ernst gemeint, also die Politik und wir würden es wirklich ernst meinen mit dem Erreichen von einem bestimmten Klimaziel, dann dürfen wir keinen weiteren Kohlenstoff mehr in die Atmosphäre entlassen. Aber offenbar schaffen wir das nicht. Der Kohlenstoff steigt und steigt und steigt und steigt. Ergo müssen wir irgendwann in ferner, nicht allzu ferner Zukunft den Kohlenstoff wieder aus der Luft rausholen. Green Coal, irgendwelche Carbon Capture Storage. Wir müssen irgendwie den Kohlenstoff da rausholen. Wenn man die Anlagen anschaut, die es heute dazu gibt, das sind alles eher kleinere Anlagen, dann können Sie also leicht ausrechnen, dass die Menge an Kohlenstoff, die nur unter dem Hambacher Forst liegt, nur die, wenn wir die heute noch rauslassen und dann wieder reinholen müssten, dann müssten zukünftige Generationen, und das wären noch nicht mal Sie, ich weiß nicht, wie alt Sie sind, aber Sie wären es nicht, sondern Ihre Kinder wären es, ja, die müssten dann 75 Milliarden auf den Tisch des Hauses legen, um das wieder zu machen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Schäden, die wir heute anrichten, von denjenigen, die die Schäden anrichten, gar nicht mehr bezahlt werden müssen, sondern du vielleicht, du wirst es bezahlen müssen. Ja, tut mir leid. Wir haben es vermasselt. Da kannst du schon mal sparen für. Ja? Ja, es war. Das ist die einzige Möglichkeit, es uns klar zu machen. Wir reden hier über die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Wir reden nicht über irgendwas. Das heißt, es kann gar nicht richtig sein moralisch. Ganz egal, was die RWE zu dem Thema Arbeitsplätzen oder Renditeerwartung und so weiter sagt. Das noch zu tun. Das heißt aber mit anderen Worten, wir müssten uns als Gesellschaft viel stärker dafür machen, wenn solche Ziele von uns definiert werden. Und ganz offenbar wollen wir das ja. Wenn man sich die Umfragen angucken, ist es ja nicht so, dass die bundesrepublikanische Bevölkerung gegen Ökologie ist. Nur kosten darf es nichts. Und ich habe nichts damit. So nach dem Motto, ja, die anderen schon, aber ich nicht. Aber es geht gar nicht um die anderen. Es geht um uns. Es geht um unsere Kinder, um unsere Kindeskinder. Um die, die noch gar nicht da sind. Die werden den ganzen Scheiß bezahlen müssen, den wir jetzt anrühren. Und es geht ja immer weiter. Gucken Sie sich das an. Lithium-Gewinnungsanlage in der Atacama-Wüste. Es mag sein, dass jetzt einige im Saal sich ziemlich berührt fühlen werden. Denn jetzt geht es um ein Thema, da muss ich sehr aufpassen, dass ich nicht ausfalle aus der Rolle. Wissen Sie, wir haben in Deutschland inzwischen einen Konsens, offenbar in die Elektromobilität zu gehen. Elektromobile sind aber keine Mobile, die eben so wie die Bahn zum Beispiel von oben, also die Bahn ist nicht von oben herab, ich weiß nicht, die Bahn, erinnern Sie sich noch? Das war früher mal eine hoch ehrenwerte Angelegenheit, die brachte Menschen von A nach B. Und zwar zuverlässig, bis irgendein Idiot angefangen hat, sich zu überlegen, die bringen wir an die Börse. Das ist ja dann Gott sei Dank nicht geklappt, aber seitdem sind wir irgendwie aus diesem Börsenmodus, was die Bahn betrifft, nicht wie rausgekommen. Ja? Wenn Sie sich mal die Zahlen angucken beim Bundesverkehrsministerium, was seit einigen Jahren ja von einer Partei geführt wird, die im Südöstlichen regiert in Deutschland, dann sehen Sie, dass wir praktisch für die Straße alles, für die Bahn so gut wie nichts ausgeben. Das ist ein Witz, was wir für die Bahn ausgeben. Wenn es umgekehrt wäre, hätten wir womöglich in Deutschland eine Bahn mit genügend Personal, genügend Lokomotiven, genügend mit Klimaanlagen, die im Winter wärmen und im Sommer kühlen. Oh, mit Bordbistros, die funktionieren. Toiletten, ja, ja, ja. Solchen Dingern alles. Und vor allen Dingen hätten wir vielleicht sogar flächendeckende Versorgung davon, weil wir als Gesellschaft gesagt haben, wir wollen das so. Stattdessen haben wir es ökonomisiert wie Rindviecher. Also denken wir jetzt immer häufiger drüber nach und irgendwelche Herren, die teilweise bis zu 20.000 Euro am Tag verdienen, reden uns alle ein, Elektro. Elektro sei das ganz große Geschichte. Also wir könnten alle demnächst mit Elektro fahren, obwohl wir inzwischen sehen, Elektromobile sind Fahrzeuge für Millionäre, aber nicht für Millionen. Aber vor allen Dingen, was ich so schlimm finde, ist, dass kein Mensch, wirklich kein Mensch, niemand spricht darüber, woher all das Lithium kommt, was wir brauchen für die Batterien. Kein Mensch, niemand will darüber reden. Wenn man sie nachfragt, unlängst zum Beispiel geschehen bei einer Sendung des zweiten deutschen Fernsehens, Planet E, woher kommt denn das Lithium Ihrer Wagen, wurde ein Motorenwerk im Südbayerischen, aber auch ein im Baden-Württembergischen und im Niedersächsischen, das sind ja diese Software-Manipulatoren da, dass die sich überhaupt noch Volkswagen nennen dürfen, ist eigentlich eine Schweinerei. Ja, da wird der Begriff des Volkes völlig versaut. Und dann kriegen sie nicht gesagt, woher kommt das Lithium? Wenn man dann aber mal hinfährt, ja, also den ökologischen Schaden anrichtet und fliegt in die Atacama-Wüste und schaut dort mal nach, was passiert. Das ist eine Anlage, die ist 44 Quadratkilometer groß
Und dort werden jeden Tag, Achtung, ich will, also ich nochmal für alle, damit's klar, Sie brauchen dafür kein Physikstudium, was jetzt kommt, das ist ganz einfach. Wüste. Wüste ist heiß, ne? Ist klar, oder? Also Wüste ist wüst, weil viel Sonne, okay? Können wir uns darauf einigen? Hohe Temperaturen. Also nicht diese Blatterwüste in Katar. Sie wissen schon, was ich... Blatter ist ja der Meinung, dass sich wegen der FIFA das Wetter in Katar bis 2022 so verändern wird, dass es quasi mitteleuropäisch sein wird, ne? Ist ja klar. Ansonsten bauen sie große Klimaanlagen und so weiter. Aber ja, die haben ja das... Ja. Nein, nein, wir reden über Wüste. Jeden Tag werden in dieser Anlage 21 Millionen Liter Grundwasser, Water on the ground, nach oben gepumpt, um das Lithium, was dort zu 6-7% im Gestein steckt, nach oben zu pumpen. Ja, das... Und wissen Sie, was Wasser bei hoher Temperatur macht? Wüste. Genau. Verschwindet, um nicht zu sagen verdunstet. Das heißt, diese Unternehmen holen 21 Millionen Liter Grundwasser jeden Tag aus dem Boden, um Lithium rauszumachen, damit wir hier dann in netten Automobilen uns gut fühlen können. Ich fahre ja eh. Ja, super. Grüner geht's gar nicht mehr. Entschuldigung. Scheiße. Richtig kacke. Wir richten unglaubliche Schäden an. Mit einer neuen E-Mobilitätswelle auf der Welt wird es richtig heftig. Diese Länder, deren Bruttosozialprodukt im Wesentlichen, also bei Chile zum Beispiel ein Drittel des Bruttosozialprodukts ist Rohstofflieferung, die wollen das natürlich verkaufen. Na klar. Und die sagen sich, Gott, wir sind so lang, also das Land ist ja wirklich sehr lang, da fällt das bisschen nicht auf. In Wirklichkeit vernichten wir hier natürlich Lebensräume, denn auch in der Atacama-Wüste leben Menschen. Und wir machen uns überhaupt keine Gedanken. Von den Ressourcen, die wir brauchen, in anderer Form, für eine Digitalisierung, will ich gar nicht sprechen. Wenn es zum Beispiel dann heißt auf einem Plakat, Digitalisierung first, Bedenken second. Dann wächst bei mir die Lynchdrüse. Ja? Das kann doch nicht wahr sein, ja? Also Bedenken ist eine der wesentlichen Eigenschaften des Menschen. Der Homo sapiens ist eines der ganz wenigen Tiere auf diesem Planeten, der vorher, und die natürlich auch, vorher nachdenken kann über das, was passiert. Vorher nachdenken. Also die Folgen seiner Handlungen überdenken. Stellen Sie sich das mal vor. Wir können das, ja. Aber wir sollen eben digitalisieren. Das ist natürlich klar. Das Internet ist aktuell, wenn das Internet ein Land wäre, dann wäre das Land Internet schon, die einen sagen auf Platz 6, die anderen auf Platz 3 der Welt. So viel Energie verbraucht das Internet. Ja, stellen Sie sich mal vor, wir würden von 10 Milliarden Sensoren auf 20 oder 50 Milliarden Sensoren gehen, die alle miteinander kommunizieren. Und dann noch am besten autonom fahren. Ja? Wo übrigens die Kenner auf dem Gebiet sagen, dass pro Stunde bei einem solchen Fahrzeug mindestens 1000 Gigabyte an Daten anfallen. Das können Sie da mal handeln. Das müssen Sie irgendwo unterkriegen. Und wenn Sie auf Ihr Smartphone hacken, um irgendeine App oder nachts um 2:30 Heinz Rühmann noch als Pater Braun bei YouTube sehen wollen, dann ist das ja nur ein winziger Energieverbrauch, den Sie in Ihrem Gerät haben. Aber es werden dann natürlich Server aktiviert, die dann diese Daten aus irgendwas rausholen. Jede Cloud kostet Geld und Energie. Aber es interessiert uns nicht. Wir denken trotzdem, es wird schon irgendwo herkommen. Die Erneuerbaren. Harry, wir bauen die Erneuerbaren aus. Das machen wir. Ja, machen wir eben nicht. Wir sind bei 36%. Machen wir nicht. Im Gegenteil. Es gibt genügend Ministerpräsidenten überall auf der Welt, die das konterkarieren, die sagen, wir machen das nicht. Also, ob es nun ein bayerischer ist oder ein anderer, ganz egal. Wir wollen das nicht. Es gibt für die Windkraft in Deutschland einen Deckel von 52 Gigawatt. Warum, weiß kein Mensch. Na, man kann sich leicht vorstellen, warum. Wir werden da nicht rauskommen. Phosphatabbau. Im Bundesstaat Florida. Hat ganze Landstriche verwüstet. Nun gut, Florida muss ich keine großen Gedanken mehr machen, die sind sowieso nicht mehr lange da. Ja. Das, was übrigens für die Republikaner in den USA langfristig ein Problem darstellt. Naja, dann, wenn es darauf ankam, haben sie doch die Wahlen so manipuliert, dass sie immer gewonnen haben. Auch wenn sie weniger Stimmen hatten, haben sie doch immer gewonnen. In Florida. Wir haben übrigens das Problem, dass die Insel Puerto Rico... Das gibt auch ein Problem. Also immer mehr schwere Stürme gibt es ja da und dann immer mehr Puerto Ricanerinnen und Puerto Ricaner, die naturgemäß demokratisch wählen, ziehen nach Florida. Also in diesem Sinne müssten die Republikaner schon aus ureigenstem Interesse was gegen den Klimawandel tun. Aber ne, machen sie nicht. Haben sie noch nicht begriffen wahrscheinlich. Wie viele kaputte Fahrräder passen auf ein Bild? Was Sie da sehen, sind Fahrräder. Ein Schrottplatz in Shanghai. Also können Sie mal, es gibt keine seriöse Zählung dafür. Der grönländische Eisschild, werde ich nachher noch was dazu sagen, habe ich eigentlich noch Zeit? Ja, Gott sei Dank, haben wir noch viel Zeit. Na, schmilzt.
Schachbretter in der Holzwirtschaft, alles das. Ich lasse es einfach mal so in vorüberziehen. Sie kriegen, wie gesagt, den Vortrag dann auf der Homepage und dann können sich das nochmal angucken. Nur, dass Sie mal eine Ahnung haben, was wir eigentlich alles treiben. Rapsfelder als Kunstobjekt in China. Ein 11-jähriger Buch sucht in einem zugemüllten Gewässer nahe Manila, das ist auf den Philippinen, nach Wiederverwertbaren. Ne? Gucken Sie sich das an. Das ist das, was wir anrichten. Holzindustrie im nigerianischen Bundesstaat Lagos. Gerade Westafrika, katastrophal, was wir für Schäden verursachen. Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen über Recycling von westdeutschen Elektrogerät, die da in netten kleinen Öfen, in frischer Luft immerhin, würde man sagen, verbrannt werden. Das heißt, die Leute stehen dort in Quecksilber, Cadmium, Nickel dämpfen und atmen mal so richtig durch, ja, und produzieren auf diese Weise das Recycling, was wir hier gerne hätten. Ha, ha, ha. Radioaktiver Mix aus Uran, Strontium und Cäsium im kirgisischen Mailusu. Und dann kann man sich sogar sowas angucken, die verseuchtesten Orte der Welt. Das ist ein Zeichen davon, was wir tun. Ich weiß, jetzt sinkt die Temperatur wirklich unter das absolute Minimum. Es hilft aber nichts, es wird noch viel schlimmer werden. Chromsulfat bei einer stillgelegten Firma in Indien. Erinnern Sie sich noch, wie wir alle nach Indien gelaufen sind und was für große Empörung im Westen immer war, wir machen trotzdem weiter. Und die giftigsten Schadstoffe ist nur mal für Sie, damit Sie nachlesen können, wie fürchterlich alles ist. Aber in Wirklichkeit sind wir natürlich mitten dabei. Denn wir haben die Welt vernetzt. Das ist Anthropozän, die Vernetzung der Welt. Im Jahre 1967, das ist schon lange her, da war in meinem Ort ein Mann, ich komme aus Oberhessen, also aus der Gegend zwischen Fulda und Gießen, da gab es einen Mann, der sollte nach Boston reisen. Mit dem Flugzeug naturgemäß. Und da ist das halbe Dorf mit ihm nach Frankfurt zum Flughafen gefahren. Wir hatten Plakate dabei. Ja. Junge, komm bald wieder und so weiter. Ja. Nach 3 Monaten ist er wiedergekommen und dann war für das Dorf war das Ereignis des Jahres. Einer von uns fliegt in die USA. Lass mich in Ruhe. Heutzutage im Vorfeld von Weihnachten gibt es doch viele, die sagen, du, also pass mal auf, wir haben heute Sonntag, am Mittwoch gibt es in New York, also die Ausstellung könnten wir am Donnerstag noch machen und am Freitag fliegen wir einfach wieder zurück. Irgendein Billigunternehmen bietet Ihnen für 39 Euro irgendwas Wahnsinniges an. Tausende, zigtausende tun das. Hunderttausende sind unterwegs und sind unterwegs und unterwegs. Wir sind vernetzt in allen Varianten. Immer mehr Abiturjahrgänge, ja. Die gucken sich die Einzelnen auf. Wie, du bist nicht in Neuseeland gewesen? Wir sind doch alle in Neuseeland gewesen. Oder in Sri Lanka. Ja doch, oder in der Domrep. Ja, einige machen ihr freiwilliges soziales Jahr irgendwo in der Karibik. Ja. Und warum fahren sie nach Neuseeland? Um mal unberührte Natur. Hier ist ja alles berührt hier. Ja, die Natur wird auch nicht, ja. Glauben Sie bloß nicht, dass die Natur nicht berührt wird, wenn man nach Neuseeland fliegt. Ich weiß nicht, warum die Leute alle nach Neuseeland wollen. Sie könnten ja auch zum Beispiel per Interrail durch Europa fahren. Wäre doch toll. Wir würden vielleicht feststellen, wie toll es ist, in einem Kontinent zu leben, der seit über 70 Jahren keinen Krieg mehr gehabt hat. Großartig. Vielleicht die europäische Idee befördern, bevor man irgendwo zu anderen Kontinenten hinfliegt. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Aber nee, alle sind unterwegs und auch die Älteren natürlich auch. Wenn ich mit dem Flugzeug, dann mit dem Kreuzfahrtschiff. Ja? Unglaublich ökologische Anlagen. Immerhin hat man jetzt angefangen bei den Kreuzfahrtschiffen mit einem Treibstoff, der nicht mehr ganz so fürchterlich ist wie das, was man früher da verbrannt hat. Kaum waren die also aus der 10-Meilen-Zone weg, dann fingen die erst richtig an, Schweröl da rein zu heizen. Und das wissen Sie, dass das irre ist, wir sind heute, und ich glaube, dass den meisten das gar nicht klar ist. Alle sind so unglaublich, alle freuen sich über jeden technischen Fortschritt, aber glauben Sie nicht, Sie gehen, das tut mir leid, aber Sie kommen wieder. Ich erzähle in der Zwischenzeit noch einen und dann freue ich mich, wenn Sie wiederkommen. Das nämlich Forschung. Naja, das war ja schon ziemlich heftig, was ich jetzt weiß. Ich spüre das natürlich dann auch, dass das immer so eine Vorwurfsmaschinerie ist. Aber dass die Forschung eben nicht nur darin besteht, Gravitationswellen nachzuweisen und das Higgs-Teilchen und all diese Dinge mit unglaublicher Präzision, wenn Sie an die Gravitationswellen denken, Tausendstel Protonenradius, Wirkung, Wahnsinn. Nee, sondern wir entwickeln eben auch Instrumente zur Messung. Die sind eben extrem präzise, sonst könnten wir diese präzisen Messungen nicht machen. Es gibt zum Beispiel einen Satelliten, der heißt Sentinel, der Wächter. Und der fliegt um den Globus rum und kann unglaublich präzise nachweisen, welche Art von Gasen gerade zum Beispiel
bei den Autobahnen rauskommen. Also der fliegt über Süddeutschland und der kann Ihnen genau sagen, wie viel Stickoxide und wie viel Kohlendioxid entlang der A8 zwischen München und Augsburg emittiert wird. Können Sie genau sehen. Was der noch nicht kann, ist Wagen für Wagen unterscheiden. Das ist soweit, aber das wird vielleicht noch kommen. Ja? Stellen Sie sich das mal vor. Wir können also, wir sehen es. Es ist also keine Behauptung, sondern wir können sehen, was wir anrichten mit dem, was wir da tun, mit diesen Vernetzungsprozessen. Andererseits, ohne diese Vernetzung würden wir uns natürlich in keiner Weise verantwortlich fühlen für das, was auf dem Planeten passiert. Aber was da alles passiert, das sehen wir ja, der Irrsinn hier zum Beispiel in Albachrhein, diese künstlichen Inseln, wo natürlich jeder, der ein bisschen Ahnung von Hydrodynamik hat, weiß, wenn hier irgendwo Kläranlagen sind, wo dann, nicht, dass sich dieses Zeug dann möglicherweise hier in Form von Strudeln in diesen Inseln wiederfindet. Wo willst du denn hin, ja? Wenn du hier nicht richtig rauspumpst mit voller Gewalt, dass die Strömung hier bleibt, dann können Sie sich vorstellen, wie das da olfaktorisch, ja? Bestelltes Land. Vor 5000 Jahren waren 20% Europas umgestaltet. Wenn auch nicht wie die Tulpenfelder, aber immerhin. Und natürlich versiegeln wir unsere Böden. Allerdings, die Versiegelung durch einen Solarpark lässt sich verhindern, indem man tatsächlich unter den Paneelen Landwirtschaft betreibt. Es gibt drei große Prototypen in Deutschland, die sowas machen und die produzieren, Achtung, Demeter-Qualität. Das ist also das Beste, was sie ökologisch überhaupt hinkriegen können. Das heißt, wenn wir tatsächlich investieren würden in solche Anlagen, indem sie nämlich, das wären Genossenschaftsanlagen und nicht die Anlagen von irgendwelchen privaten Investoren, dann könnten wir darunter auch noch ökologische Landwirtschaft generieren. Aber stattdessen überlassen wir die Energiewende den großen Investoren. Was für ein Quatsch. Wenn jeder von uns daran beteiligt sein könnte, schließlich müssen wir ja sowieso alles bezahlen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist. Ich verstehe bis heute nicht, wie blöd wir eigentlich gewesen sind, Energiekonzerne zu privatisieren. Wir müssen alles bezahlen, also alles. Warum gehört es uns dann nicht? Das verstehe ich nicht. Was für einen Anteil haben diese Unternehmen eigentlich tatsächlich dazu beigetragen, von sich aus, wo wir sagen können, oh, das ist aber schön, Geschäft auf Gegenseitigkeit, nix. Die wollen nur an unser wichtigstes Organ, Portemonnaie, ne? Das ist alles. Und dafür wird jede Renditeerwartung wird so hochgeschraubt, wie es nur geht. Nun, diese ganzen Dinge, zerschnittene Biotope, ein Autobahnkreuz im deutschen Wald, aber auch Methan produziert natürlich erhebliche Probleme. All diese ganzen Bilder, wie gesagt, schauen Sie sich das an, was wir tun. Das ist schon ziemlich heftig. Hier, wer schon mal in Südspanien gewesen ist, der kennt es doch. Die Gemüsefelder in Andalusien, die jetzt also schon wieder ihr Gemüse in irgendeinem Supermarkt, können Sie ja gucken, Tomaten jetzt und so weiter, wo kommen die denn alle her? Und schauen Sie sich mal an, was da unten für, das sieht jetzt so aus, als wenn diese Gemüsefelder von kompletten Plastikfolien überdeckt wären. Wenn da mal richtig der Sturm reinpfeift, dann liegt dieses Plastik auf der gesamten Iberischen Halbinsel. Sogar in Santiago de Compostela. Sie wissen schon, da oben, in der Pilgerecke da oben, finden wir Plastik aus Andalusien. Wie ist das da hingekommen? Ja, nicht von den Pilgerinnen und Pilgern, tatsächlich nicht, sondern von den Tomaten und den Gurken und so weiter und so weiter. Also, und dann gibt es zum Beispiel auch solche Äußerungen, die an dieser Stelle von mir ganz neu eingebaut, weil immer wieder hört man ja im Zusammenhang mit diesen ganzen Diskussionen oder Lamento von mir, hört man ja, oh Moment, was wollt ihr denn eigentlich? Was willst du, grüner Taliban, eigentlich, Lesch? Hä? Willst du uns terrorisieren? Wo ist denn das Waldsterben? Wo ist es denn? Hä? Was habt ihr uns schon alles angedroht? Nicht gekommen. Und dann liest man Waldsterben 2.0. Es ist eben nicht weniger geworden. In den letzten 30 Jahren haben sich die betroffenen Waldflächen sogar verdoppelt. Also alles andere als besser geworden, weil nämlich durch Klimawandel, Borkenkäfer und Abholzung unsere Wälder in einem Zustand gebracht worden sind, der alles andere als gut ist. Ja, also auch wieder nichts. Denken Sie dran. Und das ist das Schlimmste, was wir momentan zu befürchten haben. Das muss ich Ihnen ein bisschen erklären. Und das ist wirklich die Frage, wie wir das handeln wollen. Was Sie hier sehen, ist die Zeit, die läuft. Ja, das war vor ein paar tausend Jahren. Und hier sind wir heute, 2018. Die Erde in dem Zeitalter, als sie noch ganz normale Wechsel hatte von Warmzeiten und Eiszeiten, alles war gut. Inzwischen haben wir die Erde in den Zustand gebracht, wo sie sich deutlich erwärmt hat. Und wir wissen aktuell nämlich nicht, ob sie diesen Weg geht, also in einer Heißzeit, oder ob wir das noch irgendwie umwenden können, nämlich in einen Zustand der Erde, den wir wieder als einigermaßen erträglich, zumindest global erträglich definieren können. Und das ist eine Arbeit, die unlängst erschienen ist, Trajectories of the Earth System in the Anthropozän, in einem hochehrenwerten
Journal, wo nochmal drauf es geht um diese sogenannten Tipping Points oder Kipppunkte. Haben Sie vielleicht schon was von gehört? Ich werde Ihnen gleich welche zeigen. Aber jetzt geht es nicht mehr um die Kipppunkte alleine. Es geht darum, ob die sich gegenseitig sozusagen induzieren und stimulieren. Dass wir eine Kaskade von Kipppunkten haben und dass es alles viel schneller geht. Diese gefährlichen Kipppunkte, ich will nur mal zwei, drei nennen, sind vor allen Dingen so Permafrostprobleme. Hier das Auftauen von Permafrost in Sibirien, die Vernichtung vom Regenwald zum Beispiel, aber auch hier antarktische Gletscher. Das heißt, wir haben eine allmähliche Erwärmung durch die... Soll ich warten? Oh, tschüss. Aber ihr kommt wieder? Gut. Wir können das nachher nochmal wiederholen. Also, es ist so fürchterlich. Wir haben eine allgemeine Erwärmung, das haben wir schon eine längere Zeit jetzt, und diese allgemeine Erwärmung hat zu zusätzlichen Phänomenen geführt, die das noch beschleunigen. Nämlich namentlich das Auftauen von Permafrost, das bedeutet Methan in jeder Menge, Methan ist ein deutlich stärkeres. Und an dieser Stelle möchte ich mal Folgendes sagen. Ich habe so zwischendurch mal so reingeworfen, Higgs-Teilchen und so weiter und Gravitationswellen. Das heißt, wir wissen, ich habe auch schon gesagt, wir wissen extrem genau, wie Materie funktioniert, wie die Wechselwirkung von Materie mit elektromagnetischer Strahlung ist. Und trotzdem gibt es immer noch Existenzen, um nicht zu sagen Figuren, die glauben, wir wüssten nicht, wie Moleküle, die im Vergleich zu Atomkernen gewaltig sind, wie Moleküle mit elektromagnetischer Strahlung wechselwirken. Wenn ein Atom so groß ist wie irgendein beliebiges Bundesliga-Stadion, das Sie kennen, dann ist ein Atomkern so groß wie ein Reiskorn im Mittelpunkt des Anstoßkreises. Moleküle sind im Vergleich dazu so groß wie das Bundesland Thüringen. Die sind gewaltig, übergroß. Und sie wechselwirken mit elektromagnetischer Strahlung vor allen Dingen durch Rotation und Vibration. Und die Energiedichten, die dort übertragen werden können, liegen nun mal, ob es Ihnen gefällt oder nicht, denjenigen, die das immer wieder anzweifeln, im Bereich der Infrarotstrahlung. Und die entsteht genau deshalb, weil in 150 Millionen Kilometer Entfernung ein Fusionsreaktor, den wir Sonne nennen, uns mit Strahlung beschießt, mit einer Energie von 0,5 Elektronenvolt, also sichtbarem Licht. Und diese Strahlung wird vom Erdboden aufgenommen und dadurch erwärmt er sich. Und er strahlt dann gemäß seiner Temperatur Infrarotstrahlung ab. Das heißt, je mehr von den Molekülen in der Atmosphäre sind, die Infrarotstrahlung absorbieren, und sie tun das nach den Naturgesetzen, nicht weil sie politisch sind oder sowas, je mehr wir also von diesen Gasen in die Atmosphäre jagen, zusätzlich zu den natürlichen Prozessen, umso mehr Energie kann von dieser Atmosphäre, muss von dieser Atmosphäre gespeichert werden. So. Das Problem ist, dass in dieser Atmosphäre eben nicht nur Luft ist, sondern auch Wasser. Wenn Wasser warm wird, verdunstet es. Das heißt, es steigt in die Atmosphäre auf und dann fällt es irgendwann wieder runter. Deswegen haben wir seit einiger Zeit im deutschen Sprachgebrauch das Wort Starkregen. Das ist nicht kein Regen mehr, da kommen Wassermassen runter, da haut es dir einen Vogel raus. Die Italiener haben zum Beispiel in Sizilien in den letzten Wochen einiges erleben dürfen. Eine neunköpfige Familie ist in ihrer Villa einfach überflutet worden. Sind da nicht mehr rausgekommen, obwohl da eigentlich gar kein Fließgewässer in der Nähe ist. Aber das Wasser konnte nicht mehr aufgenommen werden. Ich war in dieser Zeit auf Sizilien. Ich habe es nicht geglaubt, dass es so regnen kann. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen solchen Regen gesehen. Solche Massen, boah, abartig. Also für diejenigen, die immer noch der Meinung sind, der Klimawandel sei nicht menschengemacht, können sie alles vergessen, können sie alles in die Tonne treten, uninteressantes Zeug. Natürlich ist er menschengemacht, weil wir mit daran beteiligt sind, diese Gase ganz massiv in die Atmosphäre zu entlassen. Und zwar seit 200 Jahren, mindestens. Das heißt, je mehr wir davon in die Atmosphäre jagen, umso mehr Speicherfähigkeit hat die Atmosphäre. Und dann kommt der Terrorist Wasser da oben rein und dann geht's richtig los. Das ist der Punkt. Mit dem haben wir zu kämpfen. Und das ist das, was wir hier hauptsächlich sehen. Permafrost, das ist auch keine politische Entscheidung des sibirischen Bodens. Bin jetzt ein paar hunderttausend Jahre gefroren, jetzt reicht's mir oder sowas. Nix. Und das Schlimme ist, Festlandsgletscher auf Grönland und in der Antarktis. Jetzt können wir natürlich sagen, ja komm, also wenn das arktische Eis schmilzt, ist das nicht so schlimm. Es ist katastrophal. Es gibt übrigens interessant eine politische Gruppe in Berlin, die heißt so, Berliner Kreis, die hat im Jahr 2017, glaube ich, die wunderbare Pressekonferenz gehalten, dass es gibt doch auch wirtschaftliche Vorteile dadurch, dass das arktische Eis weg ist. Ne? Ja, man kommt schneller nach Japan, Nordostpassage, und dann die ganzen Bodenschätze, die da im Boden liegen, unter dem Eis.
Ist ja nett, ne? Die haben immerhin verstanden, okay, das ist Eis, was schon im Wasser ist, also wenn das Eis schmilzt, steigt der Meeresspiegel nicht. Nicht schlecht. Aber offenbar haben sie nicht verstanden, dass neben der Arktis eine große Insel liegt, die größte Insel der Welt, Grönland. Das ist Festland. Und auf diesem Festland liegen 3 Kilometer Eis. Wahrscheinlich hat ihnen Trump gesagt, baut eine Mauer. Ja? Lass sie von den Mexikanern bezahlen. Die bezahlen alles. Aha. Wie blöd muss man eigentlich sein, so einen Vorschlag zu machen? Wenn das arktische Eis schmilzt, schmilzt das grönländische genauso. Aber vor allen Dingen, keiner von diesen Kameraden denkt darüber nach, was es bedeutet, wenn eine solche weiße Fläche am Nordpol verschwindet. Das ist eine Reflexionsfläche. Da wird Strahlung zurückgegeben ans Universum. Wichtig. Und was wird aus Eis? Genau, Wasser. Wasser ist aber dunkel. Das heißt nicht nur, dass wir eine Reflexionsfläche verlieren, wir erhöhen auch noch die Absorptionsfähigkeit dieses Bereiches. Deswegen ist das da oben so schlimm, wenn die Albedo-Abnahme in der Arktis ist. Und natürlich ist es schlimm, wenn die antarktischen Gletscher davon gehen. Das sind solche Kipppunkte, wo man befürchten muss, das wird alles viel schlimmer. Jetzt gucken wir uns mal an, wie sieht denn die Temperaturprognose? Und ich möchte an dieser Stelle, Moment, machen wir, halt mir mal. Ich möchte Ihnen Folgendes mitteilen, wenn Sie sich das angucken. Diese Folie stammt von der Münchner Rückstiftung. Also wenn Sie mir als Wissenschaftler schon nicht glauben, sondern sagen, ja, die Wirtschaft, da sitzen Männer und Frauen, die haben Ahnung von der Welt und so weiter. Ja, kann ja sein. Dann will ich Ihnen sagen, die Münchner Rückversicherung ist eine Versicherungsgesellschaft, die Versicherungen versichert. Ist der stabilste Dividendenbezahler im deutschen Aktienindex. Also was Besseres können Sie ökonomisch gar nicht finden. Und die macht seit 1972, hat die eine Georisikoabteilung. Ist ja klar, wenn du als Versicherungsgesellschaft Versicherungsgesellschaften versicherst und es kommt zu irgendwelchen Naturkatastrophen, musst du Pagade machen. So, das willst du nicht. Also willst du mal wissen, was für Risiken liegen denn so an. Risiko, Achtung, schöne Definition, Risiko als eine Zukunft, die nicht eintreten soll. Das ist schön, ne? Gut, ich könnte über Grenzwerte auch schon mal 4 Stunden Vorlesung halten, aber das lasse ich jetzt mal weg. Risiko. Die Münchner Rückversicherung, also eine total auf Rendite orientierte Einrichtung, warnt seit 1972 vor den Risiken des Klimawandels. Das war die erste Äußerung im deutschen Blätterwald, war 1972, eine Kurzmeldung im Münchner Merkur, glaube ich, auf einer Münchner Zeitung, dass die Münchner Rückversicherung sich jetzt mit der Bildung dieser Risikoabschätzungsabteilung, also über Georisiken, sich vor allen Dingen Gedanken macht über den Klimawandel. Stellen Sie sich das mal vor. Da haben die meisten Politikerinnen und Politiker nicht mal gewusst, was das heißt. Die wussten es schon. Und hier sehen Sie jetzt eine Simulation, die von dem Institut in Geomark-Institut von Mojib Latif gemacht worden ist, über ein Klimaszenario bis ins nächste Jahrhundert. Und schauen Sie sich einfach nur an. Unten sehen Sie ja das ist das sogenannte Business as usual Szenario. Wir machen einfach so weiter wie bisher. Ja, also gucken wir doch mal einfach, sind wir mal großzügig hier. Halten wir mal 2066 an. Gucken wir uns mal an, was da passiert ist. Sie sehen hier oben, also eine massive Erwärmung. Sie sehen hier massive Erwärmung und so weiter. Das heißt, wir sind hier im Bereich von 3 bis 4 Grad. An etlichen Ecken sogar noch viel heißer. Also gerade dort oben in den arktischen Bereichen, aber auch in der Antarktis wird es deutlich wärmer. Sie sehen, was bedeutet es, wenn zum Beispiel hier solche Gebiete 2 bis 3 Grad wärmer werden? Wenn das Meer wärmer wird, kann es weniger Kohlendioxid aufnehmen. Viel weniger. Und außerdem wird es auch noch, wenn es bis dahin Kohlendioxid aufgenommen hat, auch noch ständig saurer. Und so geht es weiter. Und Sie sehen ja, was passiert. Die mittlere Temperaturänderung, es sind herrliche Zeiten für diejenigen, die es warm wollen. Die werden ihre Freude haben bis Ende des Jahrhunderts, aber es wird natürlich alles leider Gottes nicht so schön werden, denn in Wirklichkeit können auch Sie nicht, egal wie technikaffin Sie sind, wie stark Sie auch immer glauben, Sie könnten sich von der Natur unabhängig machen. Auch Ihre Eiweißmoleküle fangen an, sich zu zerlegen, wenn es zu heiß wird. Wenn die Außentemperaturen oberhalb von 42 Grad sind, im Mittel, dann ist Feierabend. Dann kriegen Sie auch keine Klimaanlage mehr an. Also sie kriegen sie noch an, aber sie kühlt nicht mehr. Gar nichts mehr. So viel Energie können Sie gar nicht so bereitstellen. Jetzt gucken Sie sich mal an, was da steht. Gucken Sie sich mal an, was das bedeutet hier. Number of days per year above deadly threshold. Also oberhalb der tödlichen Temperaturen. Und hier schauen wir uns einfach nur wieder das Business as usual Szenario an. Warum ich das sage?
weil wir uns die ganze Zeit, seit Jahrzehnten so verhalten, als könnten wir einfach so weitermachen. Wissen Sie, wie viel Kohlenstoff Deutschland im Jahr 2017 emittiert hat? So viel wie noch nie. Obwohl wir Erneuerbare aufgebaut haben, so viel wie noch nie. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass wir das Gefühl haben, mein Gott, wir sind doch so grün wie noch nie und trotzdem haben wir mehr Kohlenstoff abgegeben als denn je? Die ganze Welt hat mehr Kohlenstoff abgegeben denn je. Die Zahlen sind alle so, dass wir es nicht hinkriegen. Und dann gucken Sie sich das an hier. Welche Bereiche? Gut, Neuseeland für die Abiturienten in der Zukunft, da ist nach wie vor alles okay. Aber hier in diesem Bereich hier unten, da ist Feierabend. Und das ist eine Arbeit, die in 2017 erschienen ist und die ziemlich Aufregung verursacht hat, weil man erst gedacht hat, das kann doch nicht sein. Inzwischen ist sie nachgerechnet worden. Sowas kommt dann dabei raus. Das globale Klima, kann das noch stabilisiert werden, bevor dieser unkontrollierbare Wandel, das, und da ist natürlich die Frage, wie machen wir sowas? Wie kann man überhaupt sowas machen? Summer maximum temperature for global temperatures increase of 2.7 degrees innerhalb ganz kurzer Zeit, also innerhalb von 150 Jahren, 250 Jahren, das können wir eigentlich nicht wollen. Das können wir nicht wollen. Das sind die Daten, die kriegen Sie im Netz an allen Ecken und Enden. Das heißt, da brauchen Sie, übrigens kann ich nur empfehlen, wenn hier eine Tafel gewesen wäre, könnte ich es Ihnen sagen, wenn Sie wirklich richtig gute Informationen haben wollen über Wissenschaft, einer Homepage, der Sie wirklich trauen können. Also erstens natürlich Deutschlandfunk, Radiostation über alle Masse, perfekt. Zweitens Skinex, S-C-I-N-E-X-X. Das ist die beste Homepage, die Sie kriegen können über alles, was mit Naturwissenschaften zu tun hat. Und zwar wirklich die komplette Bandbreite, Medizin, Kosmos, Geo, alles. Skinex. Für diejenigen, die es jetzt nicht mitschreiben, kann ich nachher nochmal irgendwo hin tun oder sowas. Da kommen solche Daten her. Also hier, wie sieht es aus? Sie sehen es ja hier, brauchen wir gar nicht mehr zu nennen. Die Temperaturunterschiede können tatsächlich bis zu 24 Grad Differenz betragen. Das ist natürlich fürchterlich. Und hier sehen wir mal einen Satelliten, von dem ich vorhin gesprochen habe. Eine dieser unglaublich präzisen Messinstrumente und GRACE soll eigentlich Gravitationsänderungen, also Änderungen des Gravitationsfeldes unserer Erde messen. Und dadurch, dass die Gletscher verschwinden, ändert sich dort auch die Landverteilung. Das ist nur ein bisschen, weil das Land entspannt sich, wenn es weniger Eis oben drauf liegt. Und dadurch, dass das Land sich dann entspannt, ändert sich das Gravitationsfeld der Erde. Und das kann man da messen. Stellen Sie sich das mal vor. Und durch die Radarmessungen kann man auch noch sehen, wie die Gletscher sich da bewegen. Und so kann man also sehen, was mit dem grönländischen Eis passiert. Immerhin 281 Gigatonnen pro Jahr, die werden immer weniger. Und es ist natürlich allen klar, wenn das Eis schmilzt, dann wird daraus Wasser. Und dann, ja, auch am Südpol wird es leider so. Ja? Am Südpol haben wir genau das gleiche Problem. Da gibt es ja immer wieder so Nachrichten, das ist wieder angestiegen. Niederschläge am Südpol, die Eisdecke ist wieder gewachsen. Ha. Ja, das sind so kurze Schlagzeilen, Sie wissen ja Schlagzeilen. Das ist die Zeile, die einen erschlägt, ja. Damit machen ja viele Politik mit Schlagzeilen. Dabei wäre es wichtiger, so ein bisschen langsamer zu werden, Ball flach zu halten und erstmal zu gucken, was sich langfristig so entwickelt. Und da sehen wir hier auch wiederum GRACE-Beobachtungen. Wir sehen, wie sich, und da wird es natürlich besonders schlimm. In der Antarktis passiert etwas, auch da braucht man eigentlich kein Physikstudium dafür. Nämlich, es verschwindet das Schelfeis. Also das Eis, was im Meer liegt, das wird praktisch weggeschmolzen durch das warme Wasser. Ja, und wenn das Schelfeis weg ist, das ist wie ein Korken auf einer Sektflasche, dann werden die Festlandsgletscher systematisch nachrutschen. Und deswegen brechen dort immer größere Eisberge ab, weil es von hinten nachdrückt. Ja, das ist unser Problem. Und dann kann man sich natürlich ansehen, Anstieg des Meeresspiegels, komm, brauche ich Ihnen gar nicht zu zeigen, jetzt wird's interessant, Herrschaften. Bitte, gucken Sie genau hin. So wird die Erde werden, wenn wir uns nicht eines anderen Wirtschaftssystems bedienen, das deutlich mehr Wert darauf legt, nämlich der Natur, den Naturgesetzen zu gehorchen. Schauen wir uns mal an. In Australien gibt es so einen kleinen Zufluss unten, deswegen dringt das Meer da allmählich ein. Aber alle Städtenamen, die Sie jetzt sehen, werden verschwunden sein, wenn das gesamte Eis auf der Erde, das ist sehr schön. Hier kann man, glaube ich, mal europäische Politik auch mal beobachten. Gucken Sie sich jetzt mal diese Karte an. So, Moment. Ups, da wollte ich nicht hin. Entschuldigung. Himmel. So, da wollte ich gar nicht hin. Komm. Schätzelein, so. Dann bin ich ein bisschen, so. Das sieht doch schon mal sehr schön aus, so. Jetzt muss ich nur stoppen hier, weil das ist so schön. Ich zeige Ihnen dann, den Rest zeige ich Ihnen gar nicht mehr, weil das ist dann so. Gucken Sie mal. Ja, ist doch schön. Also besuchen Sie Venedig, solange es noch existiert. Gucken Sie mal, ganze Teil, also Dänemark, die müssen sich was ganz Neues überlegen.
aber auch die Niederlande, Teile von Belgien. Und hier, gucken Sie mal, Brexit akut. Ja, ja, die sind dann wirklich weg von Europa. Ja? Aber hier der Ostseeraum, da kann man auch ganz neue Urlaubsgebiete, da ist auch, das kann sich ja endlich auch mal austauschen mit dem Nordseewasser, ist dann nicht so eine Brühe. Barcelona wird leider Gottes auch verschwinden, aber auch hier wird interessant werden, wie das, wie Frankreich den Verlust der Normandie dann, nee, der Bretagne ist es ja, Bretagne, dann, aber hier im Deutschen, wir müssen auch gucken, also die Niedersachsen, die, ja, tut mir leid, das ist, und es liegt nur daran, weil der Wasserspiegel steigt, um 60 Meter, ja. Ja, doch. Dann werden wir ganz neue Migrationswellen werden wir haben in Europa. Also die Holländer müssen ja auch irgendwo hin. Naja, die sind ja jetzt schon meistens auf der A61, aber die werden natürlich dann in Zukunft noch woanders sein. Und auch hier kann man jetzt mal so schön gucken. Also hier, gucken Sie mal, Indien. Ups, jetzt bin ich wieder weg. Schade. Na gut, Sie wissen schon, was ich meine. Also bevor ich Ihnen den ganzen Wahnsinn... Na doch, nee, Moment. Kommt ihr mir jetzt nicht aus. Haben wir noch einen Moment? Gut. Geht's Ihnen gut? Okay, dann mache ich jetzt einfach mit der Apokalypse mal weiter. Moment. Hier, ja, boah, hier, das ist vielleicht ein Brecher. Also ich zeige Ihnen jetzt den Film einfach mal in Teilen. Gucken Sie mal, also Bangladesch ist natürlich futsch, Kalkutta weg, Bangkok weg, Ho Chi Minh Stadt ist auch weg, aber auch die Chinesen müssen langfristig mit erheblichen Einbrüchen dahin, ja. Das ist, wenn das Meer 60 Meter hoch wird. Also, okay, den Rest erspare ich Ihnen, okay. Der ist natürlich der Punkt. Wie sieht der Anstieg vom Meeresspiegel aus, wenn tatsächlich diese Gletscher beschleunigt? Und das ist das Schlimme, meine Damen und Herren. Unsere Eingriffe, unsere kapitalozän Eingriffe in das, was man Natur nennt, haben dazu geführt, dass die Dinge sich beschleunigen. Es ist alles noch viel schlimmer. Die am IPCC, das sind ja schon die Gebändigten, die müssen sich ja regelmäßig bei ihren Berichten anhören, das könnt ihr so nicht veröffentlichen, das können wir nicht machen. Das wird die Öffentlichkeit irritieren. Wie heißt, Thomas de Maizière hat es doch mal so schön gesagt, ich kann Ihnen darauf keine Antwort geben, meine Antwort würde Sie nur verunsichern. Erinnern Sie sich noch, ja? War eine tolle, fand ich großartig. Also mehr Verunsicherung kann man praktisch gar nicht produzieren. Aber am IPCC ist es, also das kannst du auf keinen Fall sagen. Also, das geht nicht. Also wenn wir das sagen, dann. Ja, was soll denn passieren? Ich meine, wir können ja nicht weg hier von dem Planeten. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Wir müssen hier irgendwie zurechtkommen. Das ist uns aber offenbar nicht klar. Und vor allen Dingen diejenigen müssen zurechtkommen, die demnächst noch kommen. Und tatsächlich bleiben uns nur noch wenige Jahre. Es gab unlängst eine Arbeit 2017. Wir müssen es in den nächsten 3 Jahren schaffen. Ein bisschen Mathematik noch, ein bisschen Mathematik. Nur für Spaß. Nur für Spaß. Das ist nämlich, wenn man die Fläche unter einer Kurve konstant halten will. Ja? Wenn man zum Beispiel vorgibt, wie hier, wir haben gewisse Klimaziele. Das heißt, wir wissen, wie viel Kohlenstoff in die Atmosphäre entlassen werden darf, bis wir zum 1,5 Grad kommen und so weiter. Und dann kann man genau sehen. Also entweder du machst es. Jetzt fängst jetzt schon mal an, langsam runterzugehen, dann hast du hinterher länger Zeit. Wer morgens länger schläft, bleibt abends länger dran. Ja, also hier so. Oder du wartest, dann hast du nur noch ganz kurze Zeit, um da runterzukommen. Und hier sehen Sie dieses moralische Problem vom Hambacher Forst. Wenn wir also jetzt nicht aussteigen, so schnell wie es nur geht, dann kriegen wir ein Riesenproblem, weil, stellen Sie sich mal vor, wir fangen erst 2025 an, dann haben wir gerade noch 10 Jahre Zeit. Zack, das war's. Und dann sollen wir auf null runter. Hier. Dann heißt es alle, ja, wir machen grüne Kohle. Also wir kriegen das schon noch irgendwie hin. Ja? Ich will ja keine Angst machen, aber ich hoffe, es klappt irgendwie. Momentan sehe ich das nicht. Katowice, wissen Sie, dass in Katowice demnächst eine Klimakonferenz ist? So ein Treppenwitz der Geschichte. In Polen ist die Luft so schlecht, dass man in Schlesien zum Beispiel die Kurtaxe zurückbekommt. Ja, ist kein Witz. Können Sie im Deutschlandfunk nachhören. Gab es einen Bericht über... Luftqualität. Ich meine, die heizen mit Kohle und wissen Sie, was passiert? Die Polen benutzen die saubere Kohle, die sie noch haben, so viel haben sie nämlich gar nicht mehr, für die Kraftwerke. Weil an den Kraftwerksschornsteinen wird gemessen, wie viel Kohlendioxidausstoß sie haben. Und auf dem Land, da wird die mieseste Kohle verbrannt, die sie haben. Das heißt, die Luftqualität in den Provinzen ist schlechter als in den Städten. Wahnsinn. Also das ist die Kurve, die einen wirklich raushaut. Wenn wir nicht beginnen, wirklich früh genug beginnen, dann wird das Ende ziemlich, wenn wir unsere Verpflichtungen laut Klimaabkommen ernst nehmen würden. Stellen Sie sich doch mal für einen winzigen Moment, nur mal für einen winzigen Moment vor. 1955. Hätte sich der Westen und der Osten auch entschlossen dazu, Kernenergie brauchen wir nicht. Was wir haben, wir bauen Windkrafträder. Wir fangen jetzt langsam an,
und investieren als Staat in Windräder, weil, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, es hat jetzt, gab jetzt unlängst, also nochmal raus aus der Idee, es gab jetzt unlängst eine wissenschaftliche Veröffentlichung, es gab schon Wind vor den Windrädern. Wussten Sie das? Ja. Doch. Ja, doch, man hat jetzt so Geräte gefunden, Windmühlen und so, also es gab, stellen Sie sich mal vor, Deutschland hätte sich 1955 für Windkraft entschieden. Wir hätten 50 Jahre Vorlauf einer Technologie, die völlig klar ist. Du bewegst ein Rad, das Rad dreht sich, dann kannst du direkt aus dieser Bewegungsenergie elektrische Energie machen. Wir hätten längst ein Energienetz, wie wir es brauchen. Stattdessen haben wir jetzt noch, auch noch am Hals, ein Endlagerproblem, wie wir diesen ganzen radioaktiven Irrsinn in irgendwo, ja, ich weiß nicht, verschütten. Ich erinnere nochmal an die Amerikaner, ewiges Eis und so weiter. Ja. Wer weiß, was wir damit machen. Das wird uns Milliarden kosten. Die Energiekonzerne haben sich gerade rausgekauft. Sehr nett, haben sie schön hingekriegt. Ja. Sehr schön über den Tisch gezogen worden. Und zwar wir von denen. Wunderbar. Wir werden demnächst wieder auf den Tisch des Hauses bündelweise das Geld legen müssen. Erinnern Sie sich noch an die Asse? ASSE. Das ist so ein Lager für schwach radioaktive Abfälle, die leider Gottes so schwach radioaktiv aber nicht sind. Da haben irgendwelche Leute eher stark radioaktive Abfälle genommen und haben sie in dicke Fässer reingetan, damit es nach außen so aussieht, als wären es schwach radioaktiv. Nicht schlecht, ne? Ja. Aber ja, das muss man dann, für 15 Milliarden wird man das wahrscheinlich loswerden. Ja, das ist unser Problem. Das ist unser echtes Problem. Wir haben uns im entscheidenden Moment nicht dafür entschieden, das Richtige zu tun, also in Erneuerbare reinzugehen, sondern damals war man der Meinung, die Kernenergie ist das einzig Wahre. Wobei man sagen muss, für den Klimawandel, für das Erreichen der Klimaziele, wäre es besser gewesen im Jahr 2011. Die Kanzlerin hätte gesagt, wir steigen sofort aus der Kohle aus, lassen die Kernkraftwerke noch ein paar Jahre laufen, denn das Problem mit dem Endlager haben wir sowieso, aber wir können hier wenigstens ein Problem ein bisschen lösen, indem wir weniger Kohlendioxid emittieren. Das wäre der vernünftigere Beschluss gewesen. Aber in Fukushima ist ja nun mal kein Kohlekraftwerk explodiert, sondern ein Kernkraftwerk. Aber von der ökologischen Seite her muss man das einfach sagen. Also das Problem mit den Kernkraftwerken ist nach wie vor so, klar. Da werden wir für Millionen Jahre einen Müllplatz suchen. Aber das hier, das ist eben tatsächlich dann letzten Endes das, was wir machen müssen. Und da, meine Damen und Herren, beginnt das Kapitalozän ja wieder reinzugehen. Denn wir werden Geld in die Hand nehmen müssen, um aus einer fossilen Industriegesellschaft eine nachhaltige Industriegesellschaft zu machen. Wir werden richtig viel Geld in die Hand nehmen. Und ich will Ihnen mal was sagen. Es gibt Geld in Deutschland. Richtig viel Geld. 3 Billionen Minimum. Wahrscheinlich 6 Billionen. Sie wissen ja, wie das ist, wenn es so telefonische Umfragen gemacht werden, dann sind die ganz reichen Leute, gehen ja eigentlich nie selber ans Telefon. Das sind ja immer, ist ja meistens das Personal. Und es ist ja heute so schwierig, gutes Personal zu kriegen. Ja? Das heißt, wir haben keine wirklich gute Statistik, wie viel Geld die Reichen in Deutschland haben, die sehr Reichen. Jetzt mal, gut, seit Friedrich Merz wissen wir, dass die Mittelschicht sich ja über 2 Flugzeuge definiert und einem mittleren Einkommen von 1 Million Dollar, wobei ich nicht so richtig sicher bin, ob man mit 1 Million im Jahr 2 Flugzeuge wirklich betreiben kann. Ich würde sagen, Friedrich, da musst du nochmal, ja, also, aber egal. Wie sieht es aus? Was haben wir? 3 Billionen in Deutschland. Ich lebe in München in der Nähe eines Friedhofs. So sagen schon mal, auf der sicheren Seite, habe ich es nicht weit. Und ich frage mich immer, wenn ich da hingehen würde und würde rufen, hallo, wer ist hier die reichste Leiche? Ja? Ich habe noch nie eine Antwort gekriegt. Aber das ist das Verhalten in Deutschland. Wir haben unglaubliche Sparguthaben überall. Ich weiß nicht, was die Leute mit dem Geld machen. Es ist ja nicht so, dass die, und das ist das Schlimme am Kapitalozän, dass die Renditeerwartungen zwar hoch sind, aber man sieht da nicht, dass die Leute mit diesem Geld irgendwas Vernünftiges machen. Es liegt irgendwo rum. Und wie Sie ja alle wissen, es existiert noch nicht mal. Haben Sie mal nachgeguckt, ob ich Ihnen das Geld auch überwiesen habe? Ja? Mhm. Na, Sie waren so freundlich und haben nicht auf Ihren digitalen Diktator geguckt. Ja? Aber natürlich ist das das große Problem. Das ist das, was wir wissen genau, was wir tun müssen. Die Natur weiß genau, wie sie reagieren muss, nämlich nach den Gesetzen, die wir nicht ändern können. Sie wissen ja, es gibt die Gesetze, die von Menschen und Göttern geschrieben worden sind, du sollst nicht Gesetze, und die von der Natur sind, du kannst nicht. Bei Naturgesetzen gibt es keinen Gerichtshof, kein in dubio pro reo, kein komm, wir machen einen Deal oder sonst irgendwas. Ja. Deswegen mag der Trump die auch nicht. Jetzt habe ich doch gesagt, Sie wissen, eigentlich wollte ich sagen, der große Blonde, aber so groß ist er gar nicht.
dieser erbärmliche Blonde. Na, anders kann man es doch nicht formulieren, ich bitte Sie. Na, das war ein flacher. Sondern wie gehen wir damit um, dass diese Art des Naturumgangs, den wir verlernt haben, deswegen habe ich meinen Vortrag auch heute so angefangen, weil wir der Meinung sind, wir könnten die Natur berechnen. Ich bin ein Spezialist für komplexe Systeme. Komplexe Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie extrem empfindlich sind gegenüber Störungen. Kleine Störungen können da tierisch was auslösen. Das Klima ist zurzeit neben unserem Gehirn sicherlich eines der komplexesten Systeme, die wir kennen. Und kleine Störungen, die da etwas anstoßen in die falsche Richtung, beschleunigen sich. Übrigens genauso wie eben in unserem Gehirn. Deswegen halte ich Vorträge, weil ich immer noch fest daran glaube, dass dann, wenn jemand etwas hört, was ihn überzeugt und Sie natürlich auch, dass da ja meine Verantwortung, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, rein ethisch hört ja meine Verantwortung bei Ihrem Schädelknochen auf. Also was ich machen kann als Wissenschaftler ist, ich kann Ihnen Signale setzen, so gut ich nur kann, aus meiner Erfahrung als Wissenschaftler raus. Ich kann versuchen, sie auch so zu propagieren, damit sie was davon haben, also ab und zu mal ein Lacher dazwischen. Ja, aber das, wie es dann ankommt, was Sie damit machen, da bin ich raus. Das heißt, meine Verantwortung hört bei Ihrem Schädelknochen auf. Aber ich habe die feste Überzeugung, dass je mehr man darüber erfährt und je mehr man weiß und das zusammenbringt mit dem, was man schon weiß, dass sich dann etwas ändern kann. Deswegen glaube ich fest daran, dass diese komplexen Systeme Mensch in der Lage sind, ihre Handlungen so zu verändern, dass sie so ein komplexes System wie die Natur besser behandeln, als sie es bis jetzt getan haben. Das ist der Sinn von so einem Vortrag. Sonst würde ich das gar nicht machen. Ich bin ja nicht verrückt. Ja. Und wir zugleich wissen wir eben tatsächlich, was wir machen müssen. Umso erstaunlicher ist es, dass ausgerechnet der Bereich, von dem wir fest überzeugt sind, dass er unser Leben durchsetzt, also denken Sie nur an den Anfang, nämlich die Ökonomie, offenbar darauf überhaupt keine Rücksicht nimmt. Ich habe manchmal, um das mal jetzt zu Ende zu bringen, ich habe manchmal das Gefühl, dass diejenigen, die da Entscheidungen treffen, ich weiß nicht genau, wie das psychologisch ist. Meine Frau Cecilia und ich, wir sind immer häufiger mit dem Problem der Umweltpsychologie beschäftigt. Also mit der Verhaltensweise von Homo sapiens, obwohl sie genau wissen, sie sollten es nicht tun, tun sie doch irgendwas. Das heißt, wenn ich wieder mal komme zu einem Vortrag, dann werde ich wahrscheinlich eher so einen psychologischen Vortrag halten. Aber rein gesellschaftspolitisch muss man sich doch die Frage stellen, wieso denken diejenigen, die solche Entscheidungen treffen in Industrieunternehmen, aber auch die Investoren, nicht an diejenigen, die ihre Kinder sind. Wenigstens, also so egoistisch müsste man doch sein. Also es soll doch so sein, dass meine Kinder, meine Enkel, meine Urenkel ein Leben führen können in Würde. So steht es in unserem Grundgesetz. Jeder Mensch, ja, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber wir tasten Würde an. Wir tasten die Würde an von Menschen, die noch gar nicht da sind, weil wir ihnen Spielräume ihres Lebens zerstören. Und stattdessen tun wir so, als wenn dieser unmittelbare Gewinn, den wir jetzt gerade hier realisieren können, das sei das A und das O. Zerstören Natur in einer Art und Weise, alles nur für Geld. Wir ökonomisieren Lebensbereiche, die wir niemals hätten ökonomisieren dürfen. Niemals. Universitäten, Pflegeberufe, unser Gesundheitswesen. Überall ist irgendjemand da, der Gewinne haben will. Ich fasse es nicht. Wie konnte uns das passieren? Wie konnten wir so weit weggehen von dem, was wir mal als humanistisch betrachtet haben? Wie kann das sein? Um am Ende vielleicht doch noch mit einem guten Witz zu enden, möchte ich Ihnen meinen Lieblingswitz vorstellen. Das war jetzt ein totaler Bruch, anders kriege ich Sie aber nicht. Das hat überhaupt keinen Wert. Ansonsten liegen Sie sich nachher noch in den Armen und dann. Also eine Geschichte ist sicherlich, das ist übrigens eine Sache, da bin ich, möchte ich wirklich mal wissen. Das ist noch nicht der Witz, der kommt noch. Die zwei, die sind noch dabei, die kommen gerade. Die zu dem Witz gehören, die sind gleich hinten dabei. Oder? Ja, gut. Es geht mir eigentlich darum, ich werde öfter gefragt, sagen Sie mal, wie halten Sie das alles aus? Wenn Sie so einen Vortrag gehalten haben, müssen Sie doch eigentlich in so einer Weltuntergangsstimmung sein. Und dann erinnere ich natürlich daran, dass es große Forschungsinstitute gibt in Deutschland, die sich schon seit Jahrzehnten damit beschäftigen. Und ich sage, ich weiß nicht, vielleicht haben die irgendeinen Schrank im Keller. Jeder hat einen Schlüssel natürlich dafür und da sind die hochspirituellen Getränke drin. Nur da sind keine Gläser, früher waren noch Gläser drin, heute wird direkt aus der Flasche getrunken. So, naja, also, aber zu meinem Lieblingswitz und ich weiß nicht, ob Sie, vielleicht habe ich Ihnen das schon mal erzählt, ich glaube auch nicht. Ein katholischer Priester und ein Rabbi gehen zusammen baden. Natürlich nackt, das heißt, sie ziehen sich aus, schmeißen ihre Klamotten auf den Boden, stürzen sich ins Wasser und schwimmen los. Kommen zurück. Klamotten sind natürlich weg, wie bei jedem guten Witz. Was nun? Aus der Ferne kommt eine Gruppe von Menschen. Was machen wir jetzt?
Der katholische Priester stellt sich so hin. Der Rabbi so. Die Leute gehen vorbei, verschwinden, fragt der Priester den Rabbi, was war denn das? Naja, sagt der Rabbi, mich erkennt meine Gemeinde am Gesicht. Alles Gute. Hier, ja. Wissen Sie, danke. Das ist natürlich eine ganz hinterhältige Form, einen Vortrag zu beenden. Das macht aber ein ordentlicher Naturwissenschaftler so, weil er von seinen neurologischen Kollegen erfahren hat, dass Lachen in unserem Gehirn Bereiche anstößt und aktiviert, die normalerweise nur mit kleineren Mengen Schokolade oder Kokain oder der Erwartung von kleineren Geldmengen verbunden ist. Und ich habe mir gedacht, in diesem Gefühl möchte ich Sie gerne entlassen. So. Das war mein Vortrag, der nicht vollständig war, weil der, wenn ich da richtig vom Leder ziehe, dann ist das für einen Sonntagnachmittag eigentlich ein bisschen heftig. Aber ich habe mir gedacht, falls Sie jetzt noch irgendwelche Fragen haben, dann stellen Sie sie und dann können wir nachher zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Schön. Wie machen wir das? Zwei? N. Machen wir N-Fragen? Gut, N, gut. So, bitteschön. Haben wir ein Mikro oder... Kriegen wir das hin? Oder? Ich bin noch nie selber, bitte. Es geht natürlich. Geht das? Moment. On. Gut, da. Ja, bitte. Also folgendermaßen. Wir sind aus Tübingen Studenten und haben am Donnerstag eine Demo gemacht gegen die Errichtung des Cyber Valley dort. Also es geht dann darum, dass Häuser gebaut werden, der Boden versiegelt wird, die Mieten teurer werden und Umwelt zerstört wird. Und wir wollen halt nicht, dass die sich Firmen wie Amazon da ansiedeln und die ja ihre Mitarbeiter ausspionieren. Und zum Beispiel auch die Automobilindustrie steht dahinter. Und wir wollten Sie einfach fragen, da wir seit Donnerstagabend jetzt ein Unigebäude besetzt haben, ob Sie eine Möglichkeit haben, vielleicht wie Sie uns unterstützen können. Dankeschön. Braucht ihr Geld? Ist jetzt schwierig. Ich bin einfach morgen ganz normal, also wie können wir das machen? Habt ihr eine Skype-Adresse, wo ich irgendwie, können wir zusammen skypen und das irgendwie... Streamen dann oder sowas? Weiß ich nicht. Aber haben wir im Moment noch nicht, aber würden wir uns einrichten. Dann können wir ja organisieren. Lassen wir noch ein paar Fragen. Das war jetzt schon, also es war eine Frage, aber jetzt, dann, so. Dann weiß ich nicht. Bitte, einmal durchgeben, ja. Wir waren doch hier in Deutschland schon mal Zentrum verschiedener Veränderungen so zu dieser Thematik. Und ja. Da hat es ja mal, was weiß ich, ein allener Programm gegeben von einer Partei oder es hat mal eine soziale Marktwirtschaft als Idee gegeben oder eine Diktatur des Proletariats. Das sollte es ja alles mal verhindern. Aber gekommen ist es ganz anders. Die Frage jetzt an Sie. Gibt es denn da eine Lösung, die, sage ich mal, nicht an der Oberfläche bleibt, sondern genau dieses gesellschaftliche Problem angeht? Naja, also die typische Lösung dafür wäre natürlich ganz wichtig, verschiedene Bereiche zu deökonomisieren, also rauszunehmen aus dem, was unmittelbar was mit Geld zu tun hat. Eine der ersten Reaktionen, die jeder Einzelne von uns vollziehen kann, ist weniger. Also weniger Verbrauch von was auch immer wird automatisch dazu führen, dass Deutschland weniger Kohlendioxid emittiert. Das heißt, die Argumentation mit weniger wäre zum Beispiel, also ein typischer Vorschlag wäre 5 Feiertage mehr im Jahr. So, aber Moment, noch nicht. Das hat einen Haken. Ja, Feiertage, die uns zum Beispiel, wo wir uns nicht per Auto bewegen dürfen. Ja, also Rettungsfahrzeuge und so weiter, die schon. Aber ansonsten sind die Autobahnen frei zu Fuß.
Ja, also so wie wir das mal in den 70er Jahren in der BRD hatten, wir mal ein paar autofreie Sonntage, weil der Ölpreis so nach oben gegangen ist. Also solche freiwilligen Einschränkungen, insofern freiwillig, als wir sie zum Beispiel von unserem Gesetzgeber verlangen. Ja, wir bilden eine Bewegung, wo wir sagen, wir wollen 5 Tage im Jahr haben, wo wir alle zu Hause bleiben. Also auch nicht nach Neuseeland oder sonst wohin fliegen, wo wir zu Hause bleiben und uns vielleicht mit unseren Mitbewohnern, gibt ja teilweise dann Gespräche, also das heißt, man stellt dann fest, dass man mit jemandem zusammenlebt, vielleicht mit vielen anderen sogar, und man macht wieder Straßenfeste und bringt also das zusammen, was ich eigentlich sehr befürworte, genauso wie zum Beispiel die Gründung von Genossenschaften, von Energiegenossenschaften, wo es möglich ist, dass eben das, was eine Gruppe entscheidet, nach wie vor das Wichtige ist und nicht die Entscheidung von anonymen Investoren. Denn das, was mit der großen Beschleunigung verbunden ist, ist ein ganz starker Zuwachs von Erwartungshaltungen in der Finanzindustrie, würde ich es mal ganz allgemein nennen. Das heißt, wir haben eine starke Veränderung weg von den realen Dingen hin zu virtuellen Begriffen, die meistens dann sich irgendwie in Geld niederschlagen wollen. Obwohl natürlich allen klar ist, dass Wachstumsraten oberhalb von 2 oder 3% sofort anfangen, mit unglaublichen Risiken einherzugehen, die auch nur überhaupt realisiert werden können, wenn die entsprechenden Ressourcen mit abartigen Arbeitsbedingungen und so weiter zu schaffen sind. Auch so eine Firma wie Amazon macht ja im Grunde genommen nichts anderes, als eine Ressource auszunutzen, nämlich Menschen auszunutzen. Also alles das, wenn Sie an die Firma denken, ich weiß nicht, welchen digitalen Diktator Sie bevorzugen. Es gibt ja einen mit so einem Obststück da dran. Ich meine, das sind alles Figuren, die natürlich in einer brutalen Art und Weise die Welt ausnutzen. Und das gilt es zu verhindern. Und auch da kann ich natürlich nur sagen, wir sollten nicht zu weit gucken, also nicht moralisieren, die anderen müssen, sondern wir. Wir moralisch handeln heißt, wir müssen uns über unsere eigenen Pflichten darüber im Klaren werden und nicht mit dem Zeigefinger irgendwo hindeuten. Und dann kann es durchaus gelingen, sowas zu machen. Die Frage ist nur angesichts der Dramatik der natürlichen Reaktionen, wie viel Zeit wir tatsächlich noch haben. Ob es nicht tatsächlich so sein muss unter Umständen, wie es in der Römischen Republik mal gewesen ist, dass es in der Krise eben, dass man zusammenrückt und dann sich zu einer dicken Entscheidung durchringt, wo nicht alle unbedingt zufrieden sind, aber wo man sagt, das ist so lebenswichtig, die Bedingung der Möglichkeit für uns hier in Europa zu sein, ist unter anderem, und deswegen glaube ich, dass also eine deutliche Rekommunalisierung von vielen Bereichen, das ist für mich der Patentweg dazu, ganz klar. Ja. Geht vielleicht genau dahin weiter. Wir hatten 2 Systeme, von denen der Kapitalismus überlebt hat. Welches Regulativ könnten wir statt des Geldes draufschreiben, wenn wir genau dieses Ziel erreichen wollen, was Sie eben geschildert haben? Also nehmen wir an, wir hätten am Anfang des Jahres, jeder von uns hat ein CO2-Konto. Da ist irgendeine Zahl drauf und das darf verbraucht werden. Alles, wenn mehr verbraucht wird, werden Sanktionen gegriffen. Das Interessante daran wäre, dass diejenigen, die mehr CO2 verbrauchen müssen, aus welchen Gründen auch immer, sich bei denjenigen, die nicht so viel von ihrem CO2 verbrauchen im Jahr, das abkaufen können. In diesem Sinne ist zum Beispiel, Rentner sind die ökologischsten Personen in ganz Deutschland. Jetzt nicht die reichen Rentner, die sind ja ständig mit ihren Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Nein, nein. Aber der Otto-Normalrentner, die Otto-Normalrentnerin, das sind nämlich Menschen, die eine relativ überschaubare soziale Temperatur haben. So nennt man das, nämlich die Mobilität von Einzelpersonen. Also zum Beispiel Bundesrepublik Deutschland hat insgesamt als Gesellschaft eine außerordentlich hohe Temperatur. Eine außerordentlich hohe Sozialtemperatur. Wir sind viel unterwegs, wir gelten ja als Reiseweltmeister. Während der Sudan zum Beispiel, die Bevölkerung dort, die hat zwar eine hohe meteorologische Temperatur, aber eine außerordentlich niedrige soziale Temperatur. Und diese soziale Temperatur ist tatsächlich das Regulativ, womit man Gesellschaften einbinden kann. Wenn wir uns dazu entscheiden könnten, pro Kopf sollen zum Jahr nur noch 5 Tonnen an CO2 rausgehen, dann müsste sich zum Beispiel ein Abiturient bei seiner Familie CO2 pumpen, wenn er unbedingt nach Neuseeland will oder nach Südafrika oder sonst wohin. Das würde natürlich für den Rest der Familie bedeuten, dass sie sich einschränken will. Kann man ja machen. Aber das bedeutet natürlich schon, wir müssen hier Grenzen setzen, wir müssen Grenzen formulieren und müssen sie auch so durchsetzen, dass sie sanktionabel sind, ganz klar. Das wäre eine Variante. Es gibt eine andere Formen davon, dass wir zum Beispiel ganz automatisch in die Produkte, die Umweltschäden mit einpreisen. Klassischer Fall, bin ich wieder beim Fliegen, CO2, ja, wir hätten in jedem Ticket ganz automatisch die Kohlenstoffbelastung mit drin und auch entsprechend bepreist, sodass man ökologische Kompensationsprojekte damit finanziert. Aber wir sind ja schließlich in der Demokratie, man kann sich, wenn man will, kann man ankreuzen, unter Angabe des Namens und der Adresse,
und der Kontonummer, sonst würde das Geld ja nicht fließen, ne? Ist klar. Ich habe übrigens Ihre Kontonummer nicht. Kann man sagen, ich will mich nicht aktiv für den Klimaschutz einsetzen, möchte das Geld zurück. Denn es ist tatsächlich so, bei Umfragen sagen viele Leute in Deutschland ungefähr Folgendes. Ich bin eigentlich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Also müssten wir Ihnen mit Hilfe von politischen Rahmenbedingungen die Möglichkeit geben, ökologisch sinnvoll zu handeln. Wenn wir uns unter vier Augen unterhalten, wird doch niemand ernsthaft bestreiten, die Umwelt zu schützen, dass das eine höchst sinnvolle Angelegenheit ist. Nur man kommt nicht dazu, weil das ökologisch sinnvolle Handeln erwartet von uns momentan, dass wir aus der Anonymität rausgehen und uns aktiv für irgendwas entscheiden. Wir wollen vegan oder Vegetarier sein, wir wollen das nicht und das nicht. Dann muss man richtig was tun. Stellen Sie sich mal vor, die Bedingungen wären automatisch so, dass das Vernünftige, das ökologisch Richtige also der Normalfall ist und dass man aus der Anonymität raus muss, um das Gegenteil zu tun. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen in den Supermarkt und das ökologische Gemüse liegt automatisch da. Schön. Und wenn Sie das andere wollen, müssen Sie eine Verkäuferin oder einen Verkäufer rufen, der macht Ihnen dann den Schrank auf, ja, und dann wird nochmal geguckt, ob Sie auch über 18 sind, so wie bei den Zigaretten, und dann kriegen Sie dann einen Blumenkohl, der irgendwie aus dem Dreckanbau ist oder sowas. So. Stellen Sie sich das mal vor. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten tatsächlich bei jedem Produkt die Kosten, die dieses Produkt dadurch, dass es transportiert wird und so weiter, die Kosten mit eingepreist. Das wären die Arten, wie wir sogar in einem ökonomischen System hier natürlich Grenzen einführen. Und das würde natürlich tatsächlich zu Veränderungen führen. Gleichzeitig wäre dann aber auch die Aufgabe des Staates oder beziehungsweise des ökonomischen Systems insgesamt für ordentliche Löhne und Gehälter zu sorgen und vor allen Dingen auch für Arbeitsverhältnisse, die nicht prekär sind. Prekär heißt, Sie wissen, ich weiß nicht, prekär heißt alles, was zeitlich befristet ist, ist prekär. In diesem Sinne sind zum Beispiel auch weite Teile des Wissenschaftsbetriebes sind prekär. Ja, wir haben also unglaublich viele Bereiche, in denen wir praktisch nur mit Zeitverträgen arbeiten, was eine Sauerei ist. Und wir merken es natürlich, weil aktuell die Konkurrenzsituation zwischen Hochschulen und Industrie, hat die Industrie klar die besseren Karten. Also Fachkräftemangel bedeutet für die Hochschulen, dass sie immer weniger Kandidatinnen und Kandidaten haben für Doktorandenstellen. Weil die sagen, ich bin doch nicht verrückt, ich sammle doch nicht die Nachteile von zwei Systemen ein. Ja? Wenig verdienen und viel arbeiten. Hier, du spinnst wohl. Also da gibt es eine ganze Reihe von Regulatorien, nur eine Gesellschaft muss es wollen. Und sie muss es natürlich machen in einem Konsensprozess, der möglichst auch darauf abzielt, dass Gerechtigkeit herrscht. Also das, was wir momentan in vielen Ländern erleben, ist eine extreme Konzentration von Kapital bei immer weniger. Wofür die aber die können gar nichts dafür, weil es diese Zins- und Zinseszinsgeschichte ist. Die zerstört das Ganze. Ja, die macht natürlich aus großem Kapital, selbst wenn sie kaum Zinsen haben, werden die großen Vermögen noch weiter sich vergrößern. Das heißt, da müsste man entsprechend einsteigen, um das entweder wieder umzuverteilen, denn ohne Umverteilung wird es nicht funktionieren. Oder aber die Gesellschaften werden sich langfristig in Zustände hineinentwickeln, die ich für einigermaßen katastrophal halten möchte. Ja. Also so ein bisschen, eine Gesellschaft entwickelt sich insgesamt so wie Europa vor dem Ersten Weltkrieg. Torkelt praktisch wie ein Schlafwandler in so eine massive Krise rein, ohne dass es notwendig ist. Komm, es geht noch besser. Hallo, wo ist das Mikro? Hier ist das Mikro. Ich hätte ja hier eine Lösung für alle Probleme. Es wäre kollektiver Selbstmord. Da hätten wir. Aber so weit muss es ja nicht unbedingt kommen. Ich sehe keine Folie zur Bevölkerungsexplosion. Nee. Das wundert mich etwas, weil das hat Malthus, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, 18. Jahrhundert, dem war es schon zu voll auf diesem Planeten. Wissen Sie, das ist so billig. Das ist so billig, auf die anderen zu gucken und dann, in Europa gibt es keine Bevölkerungsexplosion. Wir haben überhaupt kein Problem in Europa, überhaupt keins. Wenn Indien und China komplett in die USA auswandern würden, hätte dieses Land immer noch eine geringere Bevölkerungsdichte als Großbritannien. Sie reden über die anderen, das sind ihnen zu viele. Aber von uns gibt es zu viele, wir sind das Problem, nicht die anderen. Es sind 500 Millionen Europäer, die wahnsinnig viel Ressourcen verbauen. Ein Afrikaner mit 10 Kindern im Sudan lebt immer noch ökologischer als jemand, der in einer Lodge irgendwo in Grünwald lebt. Ja? Wie lebt er denn? Aber er will ja auf jeden Fall anders leben, denn er will. Ach, Sie kennen den schon, den Afrikaner? Ich muss wirklich sagen, ich habe das ja schon ein paar Mal überlegt. Das ist ein ganz schlechter Punkt, weil es gibt nicht zu viele von den anderen. Das ist nicht das Problem. Unser Lebensstil ist es, der diesen Planeten killt. Nicht der Lebensstil der Afrikaner, der Südamerikaner und vieler Teile von Asien. In Asien sehen wir ja in einigen Ländern, was es bedeutet, wenn die innerhalb von einer Generation den westlichen Lebensstil aufnehmen. Sie können übrigens jetzt mal nachgucken, sind Sie gerade im Netz mit Ihrem Ding?
Gucken Sie mal nach. Bhutan, da gibt's ja, ich habe über Bhutan gelesen, dass sich dort die, das Glücksgefühl, dieser Glücksindex der Bhutanesen hat sich verändert durch Einführung des westlichen Lebensstils. Mehr Handys und mehr Cafés hat dazu geführt, dass immer mehr Bhutanesinnen und Bhutanesen, ich glaube, sie heißen so, sich unwohl fühlen, weil nämlich der Zeitdruck dazu führt, dass sie auf einmal, also wir wissen ja vielleicht, Bhutan ist das einzige Land auf der Welt, das statt dem Bruttosozialprodukt irgend so einen Glücksindex misst. Und das ist das Problem. Und ich höre das nicht zum ersten Mal, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, wir wären zu viel. Aber nur dann, wir sind nur dann zu viel, wenn die anderen so leben wollen wie wir. Dabei haben wir das Problem geschaffen. Die Europäer haben das Problem zusammen mit den Amerikanern, den Japanern, Australiern, wir haben das Problem geschaffen. Und momentan, aktuell, können Sie mal nachgucken, wunderbares Buch übrigens auch, von den Kollegen Holler, wie der zweite heißt, ist mir jetzt entfallen, von der Fachhochschule in München, der Hochschule in München. Die haben ein Wahnsinnsbuch geschrieben, Erneuerbare Energien ohne heiße Luft. Das ist ein tolles Buch und da geht es darum, wie viel verbraucht pro Person und pro Tag jeder Deutsche und jede Deutsche an Energie. Das sind 125 Kilowattstunden. Wir verheizen also jeder von uns 125, alles was drin ist, alles. Das ist der gesamte Energieverbrauch der Deutschen, umgerechnet auf 80 Millionen und 365 Tage. 125 Kilowattstunden legen jeder von uns am Tagesende dahin. Die Chinesen machen 40 Kilowattstunden, die Inder 20. Was glauben Sie, wenn die unseren Lebensstil erreichen? Das war's, danke. Ja, eben. Ja, genau. Aber ja. Wollen Sie die, aber was, das heißt aber doch nichts anderes, als dass wir zunächst einmal runter müssen und dass die nicht da hoch dürfen. Das heißt, wir müssen den Technologien bereitstellen, die wir entwickeln müssen, ja, um die entsprechende Emission zu verringern. Ja, also wo ist das Problem? Die einfachste Technologie, es nennt sich Gummi. Wäre jetzt mal ein Ansatz, der ist relativ günstig. Ja, dann schicken Sie doch einfach mal 100.000 Gummis irgendwo hin. Investieren Sie doch mal in Gummi und schicken Sie es dahin. Aufklärungskampagne, ja. Etc. Nein, Vorsicht, Vorsicht. Aber Sie müssen doch zur Kenntnis nehmen bei dem, was Sie da sagen, dass die westlichen, die Industriegesellschaften an dem schuld sind, was auf diesem Planeten mit Ressourcen passiert ist. Wenn Sie das nicht anerkennen, sondern stattdessen auf die Frage des Bevölkerungswachstums abheben, dann weiß ich nicht, wie Sie das lösen wollen. Also Sie wissen schon, dass wenn Sie so eine Frage stellen, Sie über die Jetztzeit sprechen. Das heißt also, auch Gummis würden nur für die Zukunft was bedeuten. Sie würden damit nicht verhindern, dass die Bevölkerung auf der Erde wächst. Ja, aber es wäre ein Ansatz, weil sonst wird es ein bisschen zu gut. Ja, dann sorgen Sie dafür, gründen Sie eine Gruppe und sorgen Sie dafür, dass in Indien und in China und überall genügend Gummis verwendet werden. Absolut. Hauptsache, die Leute lieben sich. Ja? Absolut. Gut, dann das haben wir es ja. Ist zumindest recht praktisch. Ja. Und einfach. Und einfache Technologien setzen sich immer durch. Genau. Genau. Es gibt übrigens noch was anderes, ist der Apfel. Sie kennen das, die Apfelmethode? Stattdessen einen Apfel essen. Das ist die beste Verhütungsmethode der Welt, okay. Aber ist nicht so schön, ja. So, herzlichen Dank, Herr Lesch, erstmal für den tollen Vortrag. Meine Frage lautet, was Sie davon halten, wenn mehr Ingenieure oder generell Naturwissenschaftler in der Politik mitwirken und welche Anreize man dafür setzen kann. Dankeschön. Also zunächst einmal, grundsätzlich ist meine Haltung folgende. Zu protestieren gegen die aktuellen Zustände sollte man immer am Tag nach der Wahl. Am Tag der Wahl sollte man dafür sorgen, dass stabile Regierungsverhältnisse in einem Land geschaffen werden. Aber am Tag nach der Wahl kann ich sofort anfangen, mich in politischen und anderen Organisationen aktiv zu beteiligen und dafür zu sorgen, dass das passiert, was ich gerne möchte. Und das ist unabhängig davon, ob jemand Naturwissenschaften studiert oder irgendwas anderes. Jede Art von Bevölkerung, die mit den entsprechenden Argumenten an ihre Abgeordneten herantritt und versucht, jemanden auch ganz massiv sozusagen Lobbyarbeit in eigener Sache zu machen. Es gibt ja diese richtigen professionellen Lobbyistinnen und Lobbyisten. Da gibt es ja auch ein wahnsinnig tolles Buch darüber, können Sie sehen, wie zum Beispiel in Berlin die Lobbyverbände, wo die ihren Sitz haben, relativ zum Kanzleramt oder zum Außenminister und so weiter. Das ist toll, das ist ein großartiges Buch. Das heißt, glaube ich, Lobbywatch ist das, ganz großartig. Und warum sind wir Bürger eigentlich nicht so professionell und gehen tatsächlich auf unsere Abgeordneten, zu unseren Abgeordneten hin? Das sind ja Repräsentanten, wir sind ja in einer repräsentativen Demokratie und sprechen mit denen. Und zwar nicht nur einmal, sondern dauernd.
Stellen Sie sich mal vor, Sie würden sich mit Leuten in Ihrer Gemeinde zusammentun. Wie heißt unsere Abgeordnete oder unsere Abgeordnete? Da gehen wir mal hin. Wir wollen jetzt mal einen Termin haben. Wir haben folgendes Problem. Und wie können wir dich unterstützen, vielleicht sogar bei deiner politischen Arbeit? Ja? Wie kannst du möglichst viel davon erfahren, was in deinem Wahlkreis passiert? Das sind die Dinge, die dazu führen, dass ein Parlament sich auf einmal stimmungsmäßig verändert. Und dann geht es nicht darum, irgendwelche Parolen ins Plenum hineinzubringen, sondern es geht darum, Probleme zu lösen. Also richtig, also lösungsorientiert zu arbeiten und nicht problemorientiert. Das bringt nämlich nichts, immer nur von den Problemen zu reden, sondern man muss dann auch zusehen, und das ist der, muss man wirklich sagen, wir sollten großen Respekt haben vor denjenigen, die sich in diesem politischen Alltag jeden Tag bewähren müssen. Das ist nämlich ein echt harter Job. Und ich habe ich kenne eine ganze Reihe von Politikern und Politikerinnen, mit denen ich also nicht tauschen möchte. Die fangen morgens um 6:30 an und hören nachts um 1:30 auf, um am nächsten Morgen um 6:30 wieder weiterzumachen, weil sie irgendwo hin müssen, eine Rede halten da und dann dieses und jenes. Das ist ein richtiger Knochenjob. Und vor allen Dingen habe ich allergrößten Respekt inzwischen vor der Ministerialbürokratie. Also bei den Sachfragen, nämlich Energie und Klima, kann ich nur sagen, in den Bundesländern, mit denen ich zu tun habe, dazu gehört Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, ist die Ministerialbürokratie unglaublich sachkompetent. Unglaublich. Die Sachkompetenz schwindet zunehmend, wenn man an die gewählten Persönlichkeiten rankommt. Aber das gilt auch nicht für alle. Aber diese Themen wie Energie und Klima sind natürlich Themen, wo jeder, der naturwissenschaftlich geprägt ist, besser mit zurechtkommt als jemand, der woanders aus anderen Bereichen der Welt kommt. Insofern wäre es gut und günstig, wenn wir, die wir also den technischen und naturwissenschaftlichen Fächern oder das, was man MINT-Fächer nennt, zugetan sind, wenn wir uns viel stärker aktivieren ließen. Und zwar, das muss gar nicht unbedingt eine Partei sein, aber eben dabei bleiben, vor allen Dingen auch politische Beratung zu liefern. Also denn Beratung kann ja dazu führen, dass jemand, der das schon das Gefühl hat, irgendwie was tun zu müssen, dann auch nochmal einen Sachgrund findet. Insofern kann ich nur alle ermuntern. Ja, es gab mal einen französischen König, der hat gesagt, l'État c'est moi. Wir können alle das sagen. Wir sind der Staat. Also wir sind diejenigen, die das mit befördern können. Und in der parlamentarischen Demokratie geht es natürlich nicht wie in den Wissenschaften um Inhalte, da geht es um Interessen. Aber wenn wir alle das gleiche Interesse hätten oder ein ähnliches Interesse hätten, dann können wir uns natürlich dafür auch stark machen, dass das vertreten wird und dass das so durchgesetzt wird, wie wir das haben wollen. Ich meine, die Frage ist ja, ob wir Deutschen zu den Völkern gehören, die prophylaktisch sind, also wir können vorher denken, vorausdenken, oder ob wir immer nur aus Katastrophen lernen. Denn die Katastrophen, wenn ich jetzt mal so dran denke, stellen sich doch mal für einen winzigen Moment vor, nur für einen ganz kleinen winzigen Moment. Sie haben sicherlich davon gehört, in Kalifornien hat's gebrannt. Paradise ist weg. Stellen Sie sich mal vor, Potsdam wäre weg. In Brandenburg hat es nicht geregnet in diesem Jahr, so gut wie gar nicht. Ein gutes, sauberes Hochdruckgebiet über Polen mit einem scharfen Ostwind facht ein Feuer an in Brandenburg und alles fackelt ab. Dann wäre das bei uns ein Thema. So ist es Paradise mit 86 Toten. Stellen Sie sich das mal vor. Die brandenburgischen Wälder waren so trocken in diesem Jahr. Es ist ein Wunder, dass nichts passiert ist. Es ist ein Wunder gewesen. Wenn man da durchgelaufen ist, es war unglaublich trocken. Und daran sieht man, wie wichtig es wäre, wenn viel mehr von uns, vielleicht müssen wir solche Ereignisse tatsächlich erst erleben, bevor wir anfangen, auf die Straße zu gehen und uns endlich dafür einzusetzen, dass unsere Natur in Europa auf jeden Fall nicht geschädigt werden soll und wir mit dem, was wir tun, die Natur auf der Welt insgesamt nicht ruinieren. Ja. Wo? Irgendwo ist das Mikro. Okay. Gibt es hier noch Fragen? Ansonsten gibt es noch eine Frage? Ah ja. Ich dachte laut. Nochmal danke für den Vortrag und ich wollte Sie fragen, ob Sie auch der Meinung sind, wie manche Leute, dass Kernfusion jetzt praktisch in Zukunft so die Lösung für unsere Probleme ist. Weil viel Energie, sind Sie auch der Meinung oder denken Sie, dass sich das genauso wie mit Atomkraft in die 60er Jahre herausstellen wird, dass man dann da entsprechend große Probleme hat. Kernfusion, für alle diejenigen, die jetzt nicht unbedingt in der Kernphysikvorlesung waren in letzter Zeit, da geht es um die Verschmelzung von Atomkernen, von kleinen Atomkernen zu größeren. Dabei wird Energie frei im Gegensatz zur Kernspaltung. Das ist das, was wir in unseren Standardkernreaktoren haben. Und Kernfusion ist ja nach wie vor technisch ungelöstes Problem, nämlich
einen physikalischen Vorgang zu realisieren, in die Wirklichkeit technisch umzusetzen, der normalerweise nur in Sternen passiert, dort aufgrund des hohen Druckes leicht realisiert werden kann, nämlich die Verschmelzung von gleichnamigen Ladungen zu Atomkernen. Und dieser Prozess wird seit 1950 in der Sowjetunion als allererstes Mal angedacht, überprüft und immer wieder aufs Neue versucht technisch. Und seit 1950 gibt es eine sogenannte Kernfusionskonstante, nämlich auf die Frage, wann es soweit ist, in 30 Jahren. Jetzt wird aber trotzdem, diese Idee ist so vielversprechend, dass wenn es gelänge, dann hätten wir für 300 Millionen Jahre Energie, allerdings eben auch nur die Länder, die über die entsprechenden wissenschaftlichen und ingenieurhaften Traditionen verfügen, denn diese Technologie ist saumäßig kompliziert, aber davon mal ganz abgesehen, wir bauen in Europa, in Südfrankreich, in Cataraz einen Versuchsreaktor, ITER heißt der. Der wird möglicherweise als erster Reaktor in der Welt überhaupt brennen, das heißt, es wird mehr Energie rauskommen, als reingesteckt worden ist. Aber ob das gelingt, wissen wir nicht. Es dauert mindestens noch 20 Jahre, bis er brennen wird. Und in den 20 Jahren, sehen Sie ja hier, müssen wir schon raus. Wir müssen raus. Das heißt, langfristig kann das eine interessante Variante sein, wie Menschheit sich mit Energie versorgt. Kurzfristig nutzt es uns überhaupt nichts, weil es einfach zu lange dauern wird, bis diese Reaktoren überhaupt global verteilt werden. Deswegen kann ich nur sagen, wir werden das sicherlich weiter wissenschaftlich begleiten. Also der erste Reaktor, der muss auch brennen. Wenn er nicht brennt, also wenn er nicht mehr liefert, als reingesteckt wird, dann würde ich sagen, ist die Kernfusion am Ende, weil es dann bedeutet, dass der technische Aufwand so übergroß ist, dass es sich nicht lohnt für uns. Und für die meisten Länder auf der Welt ist es eher wichtig, dass wir elementare, einfache Technologien entwickeln, die es ihnen möglich machen, erneuerbare Energien freizusetzen. Windpower, Photovoltaik, Solarthermie und alles das, das muss von uns elementarisiert werden und ingenieurmäßig praktisch so bereitgestellt werden, dass wir ganze Bausätze irgendwo hinstellen und denen vor allen Dingen zeigen, erstens, wie es geht und zweitens, wenn es kaputt ist, wie man es reparieren kann. Das ist extrem wichtig. Also zu zeigen, dass diese Anlagen auch funktionieren, weil diese Länder müssen praktisch das, was wir durchlebt haben, in den letzten 150 Jahren überspringen. Ja, die müssen praktisch direkt von einer Agrarnation zu einer nachhaltigen Industriegesellschaft gemacht werden. Das ist der Punkt. Und wenn wir das nicht schaffen, dann wird es ohnehin sehr schwierig. Aber das heißt, wir müssen sehr, sehr schnell Prozeduren entwickeln und wir müssen einfache Technologien entwickeln, die trotzdem effizient sind. Und da sehe ich die große Herausforderung. Ich weiß, dass alle, die technische Fächer studieren, natürlich vor allen Dingen davon fasziniert sind, irgendwie was ganz most sophisticated zu tun. Irgendwie hier zum Beispiel bei diesem Unternehmen in München, daran mitzuarbeiten, den linken Außenspiegel zu einem beheizbaren Schallplattenspieler zu machen und das bei Tempo 280, ja, und so weiter, ja, und so weiter. Aber das bringt's alles nicht. Was wir brauchen, sind einfache Anlagen, also simple solutions für möglichst viele Leute. Darauf kommt's an. Ich würde sagen, vielleicht noch eine Frage und dann, weil wir ja noch ein bisschen was vor uns haben und ich nachher vor allen Dingen zum Zug muss. Deswegen würde ich sagen, also wer auch immer jetzt das Mikro hat, hat die letzte. The famous last words, please. Also meine Frage ist, Sie haben ja vorhin auch über die Probleme gesprochen, die Herstellung von Elektroautos mit sich bringen. Ja. Und die Frage ist, denken Sie, dass es für den Individualverkehr überhaupt eine Zukunft gibt? Oder denken Sie, wenn nicht, wie würde man den ÖPNV so verbessern, dass er auch wieder attraktiv wird? Naja, das ist natürlich die große Frage. Also in einem Land, in dem jeder siebte Arbeitsplatz angeblich vom Auto abhängig ist, ist man als Kritiker der Automobilindustrie, glaube ich, schon fast gefährdet, dass man irgendwie erschossen wird oder so. Ich bin persönlich, ich würde unbedingt bevorzugen, also ich will es mal andersrum sagen. Es ist ja interessant, dass wir in der Automobilindustrie solche Entwicklungen haben zur Elektromobilität und zum autonomen Fahren. Also und zwar wird dann argumentiert, autonomes Fahren hat was mit der Sicherheit zu tun und so weiter. Schön. Aber autonom elektrisch fahren kann ich jetzt auch schon. Das nennt man Bahn. Ja? Super, ich kann da drin lesen und muss mich um nichts kümmern. Vor allen Dingen muss ich mich auch nicht darum kümmern, ob mir irgendjemand entgegenkommt und so weiter. Also meistens wenigstens. Aber wir haben im Prinzip also schon das autonome elektrische Mobilität, haben wir schon. Nur sie ist halt nicht so individuell, wie wir sie haben wollen. Deswegen habe ich ja vorhin dafür plädiert, wenn wir diese Unmengen, die wir jetzt in Straßenausbau, also gucken Sie sich doch mal in Deutschland die Autobahnen an, manche sind vierspurig und trotzdem immer voll. Wenn wir also dafür sorgen würden, dass tatsächlich vor allen Dingen vielleicht noch eine Sache, wo Sie im ersten Moment denken, jetzt ist er völlig durchgeknallt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Mieten in den Ballungsräumen niedriger sind. Weil wir erzeugen durch die hohen Mieten einen Pendlerverkehr, der ist brutal. Ja? Das heißt, wenn wir es schaffen könnten, in Deutschland flächendeckend vernünftige
öffentlichen Nahverkehr zu haben, der billig ist zum Beispiel. Also jeder von uns bezahlt am Anfang des Jahres 365 Euro und kann damit sämtliche öffentlichen Nahverkehr benutzen. So, 1 Euro am Tag, das war's. In Hessen zum Beispiel ist sowas. Es gibt's, also das sollte überhaupt kein Problem sein. Und damit und dann müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass die Unternehmen die entsprechenden Züge zur Verfügung haben. Und wir müssen dafür sorgen, dass Personal da ist. Und wir müssen sogar dafür sorgen, dass dieses Personal ordentlich bezahlt wird. Weil wir nicht wollen, dass irgendjemand für einen Apfel und ein Ei arbeitet. Das sind alles Entscheidungen, die hätten wir schon längst treffen können. Wir hätten längst dafür sorgen können, durch entsprechende öffentliche Demonstrationen und so weiter, wir wollen ein ordentliches öffentliches Nahverkehrssystem. Und zwar mit allem, was geht. Wir wählen keine Abgeordneten mehr, die sich sozusagen nicht öffentlich dafür aussprechen und das mit Brief und Siegel fast notariell bekundet. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um im Parlament dafür zu sorgen, dass unsere öffentlichen Nahverkehrssysteme verbessert werden. Das ist die einzige Chance. Wir werden die Individualmobilität nicht abschaffen können, das werden wir nicht tun. Aber man müsste zum Beispiel auch darüber nachdenken, dass um aus dieser Batterieproblematik rauszukommen, brauchen Sie am besten eine ständige Stromversorgung. Also zum Beispiel eine Trambahn, also eine Straßenbahn, ist eine super Sache. Die holt sich den Strom da oben aus der Leitung und das war's. Also solche Verkehrskonzepte mal wieder zu bedenken, wäre für uns viel, viel leichter, als zum Beispiel Millionen von Elektroautos zu bauen, mit einer unglaublichen Infrastruktur, wenn man an die Ladestellen denkt. Mein Sohn hat neulich in Gießen eine Tankstelle gesehen. Also der ist Ingenieur, deswegen kann er das gut beurteilen für Erneuerbare. Der sagte zu mir, da standen 7 Tesla-Ladestellen, jede Ladestelle 100 Kilowatt. 700 Kilowatt, sagt er, das ist der Strom, den verbraucht ein Dorf. Da stellen sich also dann so 7 Teslas hin und dann können die sich in 30 Minuten ihre Batterie auf 80% aufladen. Boah, ja. Das, was da für eine Leistung bereitgestellt werden muss, damit das funktioniert. Und jetzt versetzen wir uns mal an einen Tag, 15. Juli, ja, und überlegen uns mal, Millionen Deutsche sind mit ihrem Elektroauto unterwegs und wollen tanken. Ja, Sie können ja mal bei sich selber den Versuch starten. Wir haben das mal in der Fernsehsendung gezeigt. Wir haben eine Turnhalle gehabt mit Fahrradfahrern. Die sollten auf ihrem Ergometer den Strom bereitstellen, den eine 4-köpfige Familie morgens beim Frühstück verbraucht hat. Das heißt, die sind aufgestanden, sind ins Bad gegangen, dann wurde ein bisschen Wasser gekocht für Tee und so weiter. Ja. Nach einer halben Stunde war diese Turnhalle schweißgetrieben. Die waren fertig, ja, ja, weil wir alle längst vergessen haben, wie viel Strom wir inzwischen in unseren Haushalten verbrauchen. Gerade der Haushalt in Deutschland, die privaten Haushalte verbrauchen unglaublich viel Strom, weil wir so wahnsinnig viele neue Verbraucher haben. Sind alle sehr effizient, einzeln, aber in der Summe verbrauchen wir halt immer mehr. Das heißt, da müssen andere Modelle her, da müssen Mieterstromvarianten her. Das heißt, wir brauchen PV auf dem Dach, Photovoltaik auf dem Dach. Da gibt es viele, viele Sachen, die man machen kann. Und bei der Individualmobilität müssen wir uns tatsächlich fragen lassen, ob es unbedingt ein Menschenrecht ist, dass jeder von uns praktisch mit seiner individuellen Kiste rumläuft oder rumfährt vielmehr. Das heißt, auch rumsteht vor allen Dingen. Ja? Ich weiß nicht, wie hier die Lage ist. Ich glaube, die Autobahn hier ist ziemlich cool, die ist ziemlich leer, aber sobald sie in andere Bereiche Deutschlands kommen, sie machen sich keine Vorstellung. Also es gibt ja immer am Jahresende dann so eine große Statistik, wie viel 100.000 Kilometer Stau gab es in diesem Jahr. Das ist ja der Wahnsinn. Also in München zum Beispiel, aber auch in Frankfurt oder in Köln, ich meine, machen Sie einfach morgens in Deutschlandfunk um 7 Uhr an, hören sich erst die Nachrichten an und danach kommen die Staumeldungen. Manchmal heißt es Staus über 15 Kilometer. Die anderen sagen sie gar nicht mehr. Aber dann kommen auch nochmal 15, ja? Die 15 Kilometer Stau, manchmal 20, 25, also an normalen Tagen, jetzt nicht an Tagen, wo man sagen würde, hey, jetzt sind aber alle Familien unterwegs oder sonst irgendwas, nix. Das heißt, da müssen wir schöner stauen, ist die eine Sache. Viele haben ja ihr Büro schon in den Stau verlegt morgens, was immer wieder zu leichten Auffahrunfällen führt, ja? Also insofern werden wir uns von dieser Idee langfristig verabschieden müssen. Und ich weiß, dass Ihre Generation sich schon längst davon verabschiedet hat. Die Zahlen zum Beispiel der Autobesitzer, die so um 25 herum sind, die sind für die Automobilunternehmen eine Bedrohung. Weil immer weniger von Ihrer Generation tatsächlich sagen, ich brauche ein dickes Auto. Das dicke Handy ist viel wichtiger geworden, also als Erfolgssymbol. Ich kann mir ein Handy leisten für 1.300 Euro oder sowas, das macht viel mehr her. Und außerdem kann man sich schneller ein Taxi rufen damit. Also das oder am besten noch Carsharing machen. Ne? Wobei, auch da muss man immer dran denken, bitte denken Sie dran, wenn Sie solche Vorschläge machen. Es gibt solche Rebound-Effekte, die keiner auf dem Schirm hatte, zum Beispiel bei Carsharing-Geschichten, die man Carsharing am Münchner
Bahnhof die Interviews ergeben, die Leute wären eigentlich mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn gefahren. Aber dann hat ihnen ihr Arbeitgeber gesagt, du kannst Carsharing machen oder. Dann fahren die natürlich im Auto rum. Ja. Also auch da gibt es diese Rebound-Effekte, die uns große Probleme machen und die einfach, was ich gesagt habe, gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht. Genau das Gegenteil. Sei es drum, lassen Sie sich nicht durch solche Typen wie mich verunsichern, aus der Ruhe bringen. Seien Sie großzügig zu sich. Wir sind im Vorfeld von Weihnachten. In diesem Jahr passiert sowieso nichts mehr. Ja. Machen Sie sich, ja, ist doch wahr. Machen Sie keine großen Pläne. Versuchen Sie einfach bei jeder Ihrer Handlungen für einen winzigen Moment mal dran zu denken, ist das jetzt sinnvoll oder ist es es nicht? Wenn wir alle uns zusammentun, dann können diese kleinen Vernunfthandlungen dazu führen, dass etwas Großartiges passiert. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Ja, wir kommen auf die Welt ist schon da und sie ist von Leuten verändert worden, die wir gar nicht kannten. Aber vielleicht werden diejenigen sich mal dran erinnern an uns, weil wir diejenigen gewesen sind, die im richtigen Moment die richtigen Schritte unternommen haben. Und damit hätten wir doch schon alles getan, was wir tun können. Ja. Alles Gute, schöne Weihnachten und guten Rutsch. Vielen Dank. So, ich würde gerne zum Schluss noch ein paar Worte sagen. Erstmal vielen, vielen Dank, Herr Lesch, für den Vortrag. Wir haben ein kleines Dankeschön für Sie. Ah, vielen Dank. Grüne Energie, oh, das ist ja wunderbar. Und Ruhe, war mein Vortrag so Unruhe. Wow, Blank, wunderbar, vielen Dank. Dankeschön. Ich bin mir sicher, dass wir alle sehr viel mitnehmen konnten heute Abend. Und dann möchte ich noch Danke sagen an alle die vielen tollen Menschen, die geholfen haben, den Vortrag zu organisieren. Es wäre wirklich nicht möglich gewesen, das komplett allein auf die Beine zu stellen. Also vielen Dank. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und einen tollen ersten Advent.